Was ich euch empfehlen möchte, ist auf jeden Fall einen Block zu schreiben dabei zu haben, um euch Aufzeichnungen zu machen. Also die Gedanken, die kommen, die Ideen, die kommen, um das gleich aufzuschreiben. Aufschreiben ist wichtig, weil dann vergisst man es nicht. Und deswegen immer bei so einem, gerade bei so einem Praxisworkshop, ist es wichtig, die Dinge aufzuschreiben. Ihr bekommt im Anschluss, wahrscheinlich gibt es den Link morgen, gibt's dann einige umfangreiche Unterlagen, also umfangreich sind sie auch nicht, aber ihr bekommt Unterlagen zu diesem Praxisworkshop. Ihr müsst also nicht alles aufschreiben, die wichtigsten Dinge werden da nochmal zusammengefasst. Aber natürlich nicht eure eigenen Gedanken, die kann ich ja nicht lesen. Ich werde gleich den Chat schließen. Das heißt, im Moment könnt ihr noch alle lesen, was alle schreiben, während des Workshops selber. Außer wenn ganz zum Schluss werde ich den Chat verstecken, so dass nur ich lesen kann, was geschrieben wird. Das beugt dann den Nebenbei-Diskussionen vor, die dann doch immer wieder stattfinden und die ablenken oder ablenken können. Und das brauchen wir natürlich nicht. Das heißt, ich kann schon lesen, was ihr schreibt. Ich gucke nun nicht während der ganzen Zeit auf den Chat, aber ich möchte euch doch ermutigen, eure Fragen, die dann kommen, direkt zum Thema zu stellen, damit ich sie dann auch beantworten kann. Wir werden das Ganze ein bisschen anders machen als gestern, ähnlich, aber anders. Es sind noch ein paar Sachen dazugekommen, ein paar Sachen werde ich weglassen. Es war ein sehr großer Erfolg, wie gesagt, 400, über 450 Leute waren da, 462 meine ich, waren es in der Spitze. Und wir haben 2 Stunden gemacht. Ich werde allerdings es wieder so machen, dass die Inhalte, und damit komme ich gleich zu den Inhalten, weil wir haben 11 Uhr und können demgemäß auch beginnen zu den Inhalten. Jetzt muss ich noch den Chat abstellen. So, der Chat ist auch abgestellt. So, und dann kommen wir zu den Inhalten. Wir fangen an mit Aufräumungsarbeiten. Es haben mich nach meinen E-Mails und auch nach meinem Vortrag beim Visionskongress, haben mich doch einige E-Mails erreicht, auf die ich antworten möchte und auch negative, die sich beschwert haben, was ich denn erzählen würde, und das würde ja gar nicht gehen. Und ich möchte mit 2, 3 Mythen aufhören oder aufräumen, die wichtig sind, damit wir uns dann an den zweiten Punkt machen können, nämlich ein Fundament zu legen für eine Vision. Und zwar ein solides Fundament. Also wir gehen ein bisschen tief, denn wenn wir wirklich hoch hinaus wollen, und das weiß man vom Bauen, dann hat man ein sehr, sehr tiefes Fundament. Das heißt, der höchste Turm, der jetzt gerade mal wieder in, keine Ahnung, Abu Dhabi oder sonst irgendwo gebaut wird, die gehen erstmal sehr, sehr tief runter, damit sie eben am Ende sehr hoch kommen können. Und das ist dann auch das, was wir machen. Also Fundament legen. Dann der Kern des Ganzen sind dann die 7 leicht umsetzbaren Schritte zur eigenen Vision. Und ich betone hier sofort, die sind leicht, aber nicht einfach. Das heißt, von dem Verständnis dieser Schritte, die zu verstehen, ist relativ simpel und den einen oder anderen werdet ihr sicherlich auch kennen. Das dann aber umzusetzen, das zu machen, ist dann das andere. Man muss die Dinge immer umsetzen, sonst kommt man zu nichts. Also darüber reden ist schön und gut, aber am Ende muss man die Sachen umsetzen. Und das ist der Kern. Und damit bin ich auch noch mit dem nächsten Punkt, was tun, was jetzt, bin ich sicherlich so um kurz nach 12 fertig, damit wir dann die Fragen, die am Ende kommen, auch ausführlich beantworten können. Und das hat gestern nochmal 50 Minuten gedauert. Also am Ende waren noch 190 Leute da und ich habe wirklich alle Fragen beantwortet. Ich bin für euch da und werde die Fragen beantworten. Möchte aber natürlich, dass das Kernthema, weil der Praxisworkshop ist für 1 Stunde anberaumt, dass das Kernthema in 1 Stunde behandelt wird. Und was schreibt Götz? Edu-Dip ist einfach Mist, wieder ein Ton wie aus einem U-Boot im Marianengraben. Das ist natürlich nicht so schön. Vielleicht nochmal einloggen, wer also Tonprobleme hat. Ich möchte an dieser Stelle auch schon sagen, der Punkt, was jetzt, da geht es darum, was könnt ihr weitermachen? Dieser ganze Workshop, die ganze Arbeit, die ich mir gemacht habe, all das ist kostenlos für euch, kostenfrei. Und auch die Materialien, die ich euch da noch schicke, das kostet euch nichts, außer die Zeit, die ihr damit verwendet, euch damit auseinanderzusetzen mit dem Thema. Aber es gibt dann natürlich Menschen, die wollen weitermachen, die wollen mehr haben und für die mache ich am Ende natürlich ein Angebot. Und das sage ich auch vorher schon, das ist ganz klar ein Angebot. Es geht hier nicht darum, etwas zu verkaufen. Es geht darum, den Leuten ein Angebot zu machen, einen Service zu geben, die weiterkommen möchten. Ich wäre auch ein schlechter Coach, und zwar ein verdammt schlechter Coach,
wenn ich einfach nur Inhalte behandeln würde, egal jetzt welches Thema das ist, und dann sagen würde, so, jetzt geht mit Gott, aber geht, und ich kümmere mich nicht mehr um euch. Es ist nicht nur legitim, es ist eine Verpflichtung, dann einen weiterführenden Weg aufzuzeigen. Das wird aber nur 3-4 Minuten dauern, damit ich die Kernpunkte hin habe. So, das könnt ihr machen, wenn ihr weiterkommen wollt, und dann können wir zu den Fragen kommen. Wer der Meinung ist, dass das hier ein Webinar ist, wie so viele andere, die Webinare halt in Verruf gebracht haben, da will ja nur einer verkaufen, der möge bitte oben rechts klicken und sich ausklinken. Nein, hier geht es um klare Inhalte, um nutzbare Inhalte und dann um ein Angebot, wie man weitermachen kann. Und das möchte ich von vornherein klarstellen, nicht, dass hinterher so, jetzt kommt er ja, jetzt will er was verkaufen. So, darum geht's. Vielleicht 2-3 Worte zu denen, zu mir, nicht zu denen, aber es gibt ja doch den einen oder anderen, der neu dazugekommen ist, der Gedankendoping oder mich noch nicht kennt. Und wobei ich möchte zu diesen 7 leicht umsetzbaren Schritten noch was sagen, weil ein Satz, den ich geschrieben habe, der auch schon, auch gerade gestern im Webinar, für sehr viel Freude auch gesorgt hat, dass ich gesagt habe, wir können uns auch von unserer Vision finden lassen. Das heißt, wenn wir immer drücken und drücken und machen und tun, wie finde ich jetzt meine Vision, wie finde ich meine Vision, dann wird in so einer Drucksituation sehr viel auch beiseite gedrückt und die Vision, die da ist irgendwo, die kann uns nicht finden. Das heißt, diese 7 leicht umsetzbaren Schritte, und ich sage nochmal leicht, aber nicht einfach, umsetzbaren Schritte, führen dazu, dass ihr auch besser gefunden werden könnt von eurer Vision. Das ist mir auch noch sehr, sehr wichtig an dieser Stelle zu sagen. Gut, dann 2-3 Worte zu mir, die mich noch nicht kennen, die jetzt erst auf Gedankendoping aufmerksam geworden sind oder auf meine Wenigkeit. Ihr seht, was ich bin. Von Haus aus bin ich Journalist, bin aber auch Historiker, also ich habe Geschichte und Sport studiert und Germanistik, habe aber immer journalistisch gearbeitet, seit über 40 Jahren, bin Weltreisender, habe auch 2 Staatsangehörigkeiten, bin im Jahr 2000 mit der Familie nach Australien gegangen. Wir wollten nicht auswandern, das hat sich dann so ergeben. Ich hatte einen Vertrag als Auslandskorrespondent für 3 Jahre und dann sind wir eben da geblieben, weil Australien so toll ist. Mittlerweile bin ich auch australischer Staatsbürger. Reise zwischen den Welten hin und her, sozusagen das Beste von 2 Welten. Bin Autor von mehreren Büchern, Seminarleiter, Coach, Solopreneur, etwas, zu dem ich später noch was sagen werde. Also der ein Unternehmen alleine führt und nur mit Contractern arbeitet. Das heißt, Contractor sind keine festen Mitarbeiter, sondern sind Helfer, ist ein Team von Menschen, die bestimmte Aufgaben übernehmen, wenn diese Aufgaben anfallen. Habt ihr auch, ihr habt dann zum Beispiel einen Steuerberater, das ist für euch, wäre das ein Contractor. Und den beauftragt ihr, weil er ein Spezialist ist in etwas, und den beauftragt ihr dann zum Beispiel mit eurem Lohnsteuerjahresausgleich oder überhaupt Steuer und der Spezialist und ihr macht das nicht. Und genauso habe ich auch Spezialisten in meinem Team, die aber nicht angestellt sind, sondern ich arbeite als Solopreneur. Wird später noch ein bisschen mehr. Und ich bin in erster Linie Mensch auch. Steht zwar als letztes auf der Liste, aber ich bin Mensch. Und da bestehe ich auch drauf. Ich bin kein Guru, ich bin nicht besser, ich bin nicht größer, ich bin nicht schlauer. Ich bin anders, so wie jeder Mensch anders ist. Und das ist das, was mir wichtig ist. Ich möchte nicht irgendwo auf eine Säule gestellt werden, auf ein Podest. Ich bin Vater von 2 Kindern, also ganz normal Mensch. Ansonsten, wie ihr vielleicht auf mich gestoßen wird, viele kennen vielleicht noch die Sprungbrett-Seminare. Das ist hier Mozartseele, das sind dann ein paar hundert, aber es geht auch bis zu ein paar tausend, das ist Nürnberg. Also ich gebe gerne Seminare, ich spreche gerne vor vielen Menschen. Das meiste waren 27.000 damals im Düsseldorfer Rheinstadion war das nochmal. Das war allerdings noch als Journalist für RTL beim Bundesliga-TV. Aber ich bin es gewohnt, vor großen Mengen zu sprechen, die auch zu begeistern. Aber auf der anderen Seite auch jemand, der sich gerne zurückzieht, vor allen Dingen in die Natur. Das ist mitten in Australien, im Outback. Einige Leute kennen das, die waren schon mit mir da. Das ist eine ganz besondere Veranstaltung. Darum geht es jetzt nicht, obwohl es auch darum geht, Visionen zu finden vielleicht oder sich finden zu lassen. Ich reise gerne durch die Welt. Jetzt letztes Jahr mit dem Motorrad zum Beispiel durch Bhutan mit meiner Frau. Sind wir von Nepal über Nordindien, 3 Wochen lang mit dem Motorrad unterwegs gewesen, bis zu 5000 Meter hoch über Bergpässe. Also das ist das, was ich mache. Ich versuche schon, mein Leben so erfüllt wie möglich zu leben, Grenzen auszuweiten. Und ich habe ein Motto eigentlich schon immer gehabt. Ich habe aber dieses Motto erst gefunden,
in Schriftform bei T.S. Eliot. Als ich diesen Satz gelesen habe von T.S. Eliot, wusste ich, ja, das bin ich und so lebe ich. Und das ist Versprechen und Warnung zugleich, was mich und die Zusammenarbeit mit mir angeht. Denn wie Eliot so schön geschrieben hat, nur diejenigen, die zu weit gehen, können überhaupt herausfinden, wie weit man gehen kann. Und ich pflege durchaus, immer wieder zu weit zu gehen. Bewusst auf die Schnauze zu fallen, auch Fehler zu machen, auch was Fehler angeht, dazu werde ich noch kommen. Nur so, das ist meine Erfahrung, das ist auch meine zutiefst empfundene Meinung, nur wenn wir den Schmerz annehmen, nur wenn wir bereit sind, Grenzen zu sprengen und über Grenzen hinauszufinden und damit eben auch zu weit zu gehen, können wir größer werden. Es gibt so, kennt ihr vielleicht, beziehungsweise ihr kennt das sicherlich, weil ihr seid erwachsen, das nennt sich Wachstumsschmerz. Irgendwann mal seid ihr von Kindern gewachsen und dann hat man manchmal vielleicht so diese Wachstumsschmerzen, wenn die Knochen wachsen oder sowas. Wenn wir wachsen wollen, dann ist das mit Schmerz, geht das mit Schmerz einher. Aber Schmerz muss nichts Schlimmes sein, sondern Schmerz hat einen Vorteil, wenn wir daraus lernen. Wer nur auf Schmerzvermeidung aus ist und einen leichten Weg gehen will und sagt, so, ich nehme nur die Abkürzung, ich will den leichten Weg gehen und ich gehe so auf Mäuseschrittchen, auf Zehenspitzen durch die Welt, der wird nichts erreichen. Und ich bin da eher radikal und durchaus auch extrem. Und das ist ganz wichtig, das zu wissen. Womit wir beim Inhalt sind, Punkt 1, Aufräumungsarbeiten. Und bei den Aufräumungsarbeiten geht es darum, ich bin ja nun seit 2 Jahren auf einem etwas anderen Weg und beziehe ganz klar Position. Vor allen Dingen beziehe ich Position zu Internetmarketern und zu Leuten, die meines Erachtens nach einen extrem schlechten Job tun und Menschen ja teilweise auch ins Unglück führen. Und dann wird immer gefragt, wieso hast du was gegen Geld oder findest du das nicht gut, wenn man Geld im Internet verdient? Und das ist überhaupt nicht die Frage. Ich finde, Geld und nachhaltig Geld verdienen kann man auf jeden Fall. Und das ist die Gretchenfrage, die von einigen gestellt werden, sagen, magst du Geld nicht? Und fragen dann, ja, gab mal so eine Show, Geld oder Liebe. Nein, es geht gar nicht darum, Geld oder Liebe, das zu unterscheiden. Also du kannst nur glücklich sein ohne Geld. Das ist auch völliger Blödsinn. Nur die Jagd nach Geld macht viele unglücklich. Das ist es. Und vor allen Dingen, und das sind die beiden Sätze, die gelten und die ich euch möchte auch genau zu beachten, wenn ihr euch im Internet umtut. Also zum einen ist Geld notwendig. Also wie gesagt, ganz klar, Geld ist notwendig, wir alle brauchen Geld. Und ich lehne Geld nicht ab. Ich lehne höchstens ab, wie Geld gemacht wird und wie Menschen zu Geld stehen. Wir haben leider eine, in meinen Augen, erfolgsverhindernde und negative Einschätzung zu Geld. Geld ist ein Tauschmittel, nicht mehr und nicht weniger. Punkt, Ende im Gelände. Wenn wir wissen, dass wir mit Geld etwas eintauschen, wir können uns mit Geld zwar ein Haus kaufen, aber keine Heimat. Wir können uns mit Geld Medizin kaufen, aber keine Gesundheit. Ihr kennt diese Sätze vielleicht. Ihr könnt euch mit Geld Sex kaufen, aber keine Liebe. All das sind Dinge, ihr könnt euch Leute kaufen, aber keine Freunde. Ihr könnt euch eine Position kaufen, aber keinen Respekt. Das sind alles Dinge, die gibt's nicht mit Geld. Aber Geld ist in dieser Welt natürlich durchaus notwendig. Und wenn wir eine wirklich abgeklärte Einstellung zu Geld haben und nicht denken, oh, wenn ich erst 1 Million habe, dann bin ich glücklich. Weil das ist die Fehlinformation. Dann können wir das auch ganz entspannt sehen. Die Leute, die es nicht entspannt sehen, das sind die, die nicht wissen, die das nicht beachten, was hier steht, wie du dein Geld machst, ist genauso wichtig wie das Geld, das du machst. Und die Art und Weise, wie immer mehr Geld gemacht wird, vor allen Dingen im Internet und wie das weitergetragen wird, ist brechreizerregend, vorsichtig ausgedrückt. Es ist nicht nur nicht mehr schön, es ist wirklich zum Kotzen. Und das sage ich ganz, ganz klar. Was aus dir wird, wenn du Geld machst, ist wichtiger als das Geld, das du machst. Und es gibt eben immer mehr und immer mehr, ja, Internetmarketer nennen sie sich, die Wege gehen, die einfach meines Erachtens nach kriminell sind. Die es aber teilweise gar nicht mehr merken. Und es gibt Menschen, die fangen gut an, die haben gute Intentionen, fangen gut an und werden dann schlicht und ergreifend auch zu Arschlöchern, um es vorsichtig auszudrücken. Die werden zu voll Arschlöchern. Und
Wem das eben zu heftig ist, ich sag ja, ich bin da extrem. Wem das zu heftig ist, tut mir leid, nehmt es nicht persönlich, weil es nicht persönlich gemeint ist. Es ist persönlich zu Internetmarketern gemeint, die einfach Menschen ja auch ins Unglück führen und es wissen sollten. Es gibt da im Übrigen, ich sag das nicht so daher, es gibt da im Übrigen viele Untersuchungen, dass das zum Beispiel auch nicht geil ist. Also die hat's nach dem Geld und dann Angst zu haben, zu wenig zu haben, immer zu gucken, was habe ich nicht. Was brauche ich? Und es gibt mittlerweile Untersuchungen, dass die Burnout- und Stressrate, auch die Selbstmorde sind hochgegangen, eben weil Leute immer wieder das hier hören, was Internetmarketer ihnen im Netz erzählen, nämlich ihnen die Mohrrübe vor die Businessnase halten, sagen, ja, du brauchst an sich nur die Idee, du brauchst ein bisschen Technik und sicherlich Disziplin und einen Computer brauchst du und eine Garage und dann machst du ein Millionen-Business. Ne? Und es werden immer wieder die gleichen Geschichten erzählt von Amazon und Dell und Steve Jobs und so weiter. Das Fatale ist, ja, es gibt diese Erfolgsgeschichten. Und ja, es gibt immer mehr Millionäre. Das heißt, an einem Tag kommen in Deutschland, Österreich und der Schweiz mittlerweile, Gallup-Institut hat untersucht, über 70 neue Millionäre dazu. Das heißt, es gibt natürlich Erfolgsgeschichten, aber es gibt auch immer mehr Misserfolgsgeschichten. Und das wird nicht erzählt. Das heißt, auf eine Erfolgsgeschichte kommen 2-3 Millionen Misserfolgsgeschichten. Das heißt, die Chancen, so einen großen Erfolg zu haben, sind relativ gering. Es wird aber immer erzählt, es ist leicht und mach nur und es funktioniert. Ganz einfach. Und das ist schlicht und ergreifend gelogen. Weit über 90, also beim Thema Geld verdienen im Internet, würde ich sagen 99%, das, was sie finden, ist Schrott. Und hier empfehle ich mal, googelt mal Geld verdienen im Internet, der große Beschiss, so heißt das. Geld verdienen im Internet, der große Beschiss. Da kommt ihr auf einen schönen Artikel, der das sehr, sehr schön, auch humorig mal beleuchtet. Und hiervor warne ich, weil die Masche ist immer gleich. Sagt dann, kriegt er E-Mails, hi, ich bin ein ganz normaler Typ, aber ich bin irre reich, ne, frei und glücklich, fahre einen Porsche oder einen Ferrari, den man dann sehen kann, der irgendwo geliehen wurde vielleicht, ne, sicherlich nicht ihm oder ihr gehört, ne, ist auch überhaupt nicht schwer, das zu machen, das kannst du auch, ne, kannst dich im Pyjama an den Küchentisch setzen und dann machst du auch deine 10.000 oder 5.000 oder sonst irgendwas am Tag und am Vormittag, ne, und ich zeig dir wie. Und das ist einfach nur Schrott und Blödsinn. Und ich möchte einfach davor warnen. Es ist nicht so leicht, wie gesagt wird, dass es ist. Es hat wirklich viel mit Arbeit zu tun. Mittlerweile sind die Leute auch drauf gekommen, einfach weil es Menschen gibt wie mich, ich bin ja nicht der Einzige, der davor warnt. Und trotzdem sind diese Lautsprecher immer noch weit vorne und verkaufen ihren Schrott, der nur 0,001% vielleicht weiterbringt. Ja? Ganz wichtig, was ich sagen möchte, es sind keine schlechten Menschen. Keine schlechten Menschen, also die Höllers und wie sie alle heißen und Pott und Häusler und ich nenne ja auch die Namen und Arment und Lambert und so. Ne, das sind Lautsprecher, das sind keine schlechten Menschen, das sind schlechte Lehrer. Und zwar, weil sie eindimensional die Grundlagen vernachlässigen, beziehungsweise gar nicht erkennen, die wirklich für Erfolg notwendig sind. Deswegen schaut genau hin, was die Angebote sind, was dort kommt. So, mehr möchte ich was dieses Thema angeht, nicht mehr sagen, sondern nur noch ein Ausrufungszeichen mit Herrn Rousseau setzen, der da gesagt hat, das Geld, das man besitzt, ist das Instrument der Freiheit, das Geld, dem man nachjagt, ist das Instrument der Knechtschaft. Ja, schon vor über 200 Jahren hat Jean-Jacques Rousseau das gesagt, also 250 Jahre, ne? 1700 ein paar zerquetschte, 1780, denke ich mal, hat er das gesagt, der Aufklärer. Und das ist wichtig. Wenn wir immer nur diesen Gurus glauben, die sagen, ja, du musst Geld machen, das ist so einfach, dann sind wir in diesem Hamsterrad, dem Geld hinterherjagen. Und dem Geld hinterherjagen hat viele, 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 viele Menschen schon dahin geführt, nämlich in den Burnout, in Stress. Und wie gesagt, die Lüge, und das ist eine Lüge, dass es alles so einfach ist und dass es immer einfacher wird, die hat mittlerweile fatale Folgen. Es gibt Menschen, die arbeiten 2 oder 3 Jobs nebenbei. Das heißt, die schöne neue Welt, die uns versprochen wurde, so 1990, erinnere ich noch, wurde dann gesagt, so in 25 Jahren, da arbeiten wir nur noch 25 Stunden maximal, haben 13 Wochen Urlaub im Jahr und Maschinen würden unsere Arbeit machen. Nichts ist ferner von der Realität entfernt als diese Zukunftsvision.
Ganz im Gegenteil, es wird immer schwerer, die Konkurrenz wird immer brutaler. Also auch gerade was Internet und Geld verdienen, selbstständig Geld verdienen angeht, das ist kein Zuckerschlecken in dem Sinne. Wobei ich euch nicht entmutigen möchte, ich möchte nur vor denjenigen warnen, die euch für doof verkaufen und euch Mist andrehen. Ich habe im Übrigen einen Praxisworkshop oder auch ein Webinar gemacht, Anfang des Jahres, das hieß, warum jetzt die beste Zeit ist, aufzuwachen und zu träumen. Es geht nämlich, und ich werde gleich noch ein bisschen was dazu sagen, oder wer auch gut ist, es gibt Grundlagen, wenn man die beherrscht, dass wir ein besseres Leben führen können. Und zum Leben gehört Arbeit auch dazu. Arbeit und Leben, das gehört zusammen. Ihr findet eine Aufzeichnung hier, wenn ihr auf YouTube kommt und da einfach Gedankendoping oder User Gedankendoping eingibt, dann findet ihr das und zwar unter dem Titel Einige dreckige Wahrheiten über Internetbusiness, weil ich da nochmal richtig vom Leder ziehe, auch nochmal ganz klar Position beziehe, was ganz, ganz wichtig ist, und damit können wir das Thema hier einsagen, die Aufräumungsarbeiten, und ihr könnt dann, wenn ihr euch mehr dafür interessiert, hier nochmal alles nachlesen. So, jetzt wurde ich gestern gefragt, was ich denn empfehlen könnte, welche empfehlenswerten Leute es gibt in Deutschland. Mir sind erstmal nicht so viel eingefallen, bis auf zwei, die jetzt auch hier auf dieser Liste stehen. Aber ich habe einfach mal ein bisschen zusammengetragen, welchen Leuten ihr vertrauen könnt. Ne, Günter Faltin kennen die einen oder anderen, wenn es um Business schon geht. Ne, Kopf schlägt Kapital hat der geschrieben. Das ist ein geniales Buch, das mal lesen. Muss man sich im Übrigen nicht kaufen, die Dinge kann man in der Bücherei auch ausleihen. Da gibt es wirklich gute Sachen. Da findet ihr nicht die Sachen von diesen Lautsprechern. Die haben auch nichts Vernünftiges geschrieben. Ne? Das nehmen die Büchereien nicht an. Oder nimmt Brigitte und Ehrenfried Konter-Gromberg, die bei mir auch auf dem Seminar waren, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die ganz tolle Bücher, zwei tolle Bücher geschrieben haben, Smart Business Concepts und vor allen Dingen eins, das heißt Solopreneur, extrem lesenswert. Ihr findet in den, das kostet glaube ich 14,95 das Buch, ihr findet in den 14,95, in diesem Buch von den beiden, findet ihr mehr als in jedem Kurs von Herrn Lambert, von Herrn Höller oder jetzt auch was auf diesem Visionskongress angeboten wurde. Da findet ihr für 14,95 oder für 15 Euro, kann man es ja sagen, findet ihr mehr und wirklich klare, systematische Ansätze, Frameworks, Strategien für ein Business im Internet. Es funktioniert. Oder nehmt Andreas Buhr von Buhr und vom Buhr-Team.com, ne, ehemaliger Chef der German Speakers Association, oder Jon Christoph Berndt, da unten, das ist der Branding-Experte, die stärkste Marke sind sie selbst, hat ein Buch geschrieben. Bei dem habe ich auch mal ein Tagescoaching gemacht für 3000 Euro, also nur er und ich. Es ist ein total toller Typ. Oder Cemal Osmanovic von Smile2. Das sind die Real Deals. Oder Peter Savchenko ist euch vielleicht auch schon mal über den Weg gelaufen. Das ist der Positionierungsexperte. Kann man auch, oder sollte man lesen, wie man sich positioniert. Karl Gamper ist ein Österreicher, der mit Neuland eine große Vision hat, auch lesenswert. Oder Anja Förster, Peter Kreuz, kennt er vielleicht, Förster und Kreuz, auch tolle Bücher geschrieben, zum Beispiel Macht, was ihr liebt, hört auf zu arbeiten. Also das sind Leute, die im Business wirklich was zu sagen haben in Deutschland, die Dinge weitergeben, die Hand und Fuß sind, mit denen ich teilweise schon eng zusammengearbeitet habe. Die meisten kenne ich persönlich, nicht alle, aber ich kenne ihre Arbeit und kann das beurteilen. Und das ist empfehlenswert. Also es gibt gute Leute in Deutschland und an die würde ich mich halten und würde, wie gesagt, die anderen, vergesst es. So, damit haben wir das Thema abgelegt und, obala, das haben wir schon mal, und legen das Fundament. Jetzt geht es darum, das Fundament zu legen für die Vision, damit wir dann mit den 7 Schritten, damit die auch ein bisschen tiefer gehen können. Gut, zum Fundament gehört unter anderem zu erkennen, was ist eigentlich das Ziel von mir, vom Gedankendoping. Und das Ziel ist, in der Entwicklung immer die nächsthöhere Stufe zu erreichen. Es geht also nicht darum, sofort hochzuspringen und jetzt in einem Jahr Millionär zu werden, sondern wir können uns überall verbessern, in jedem Lebensbereich. Und diese Verbesserung erreichen wir vor allen Dingen durch Erfahrung. Und die Erfahrung, die bekommen wir, wenn wir etwas tun. Dazu müssen wir aber auch erstmal wissen, was wir tun, und dazu müssen wir denken. Das heißt, pures Gedankendoping, es entscheidet sich zwischen unseren Ohren, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich wir sind. Wir sind, was wir denken, hat Aristoteles schon gesagt. Oder Buddha hat gesagt, alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken formen wir die Welt. Und Hebel hat dann gesagt, der Mensch ist, was er denkt. Und dieses Konzept ist also nicht neu.
das Grundkonzept von Gedankendoping. Ein paar Wege, ein paar Werkzeuge dazu sind neu. Aber das Konzept selber ist so alt wie die Menschheit. Und es geht eben, mir geht es darum, sich stufenweise zu entwickeln und auch zu erkennen, Entwicklung ist immer ein Prozess, der niemals abgeschlossen ist. Wer bereit ist, und das sind Selbstdenker, wer bereit ist, sich zu entwickeln und eben auch Erfahrungen zu machen und auch schmerzhafte Erfahrungen zu machen, der wird die nächstbeste Stufe. Also es geht immer um das Denken, es geht immer um die Persönlichkeit. Deswegen, um nochmal auf das Thema Business, was ja auch viele umtreibt, zu kommen, ganz wichtiger Satz, alle Business-Probleme beruhen auf persönlichen Problemen. Das heißt, all die Kurse, und es gibt ja durchaus auch gute Kurse, all die Kurse über Business und Business aufzubauen, Geld zu verdienen im Internet, was ja funktioniert. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, es gibt immer mehr Leute, die erfolgreich sind, aber auf einen Erfolgreichen kommen eben 2-3 Millionen nicht erfolgreiche. Und das sind eben die, die ihre persönlichen Probleme noch nicht erkannt haben. Und das sind Probleme der Kommunikation. Wie kommuniziere ich? Vor allen Dingen mit mir selber. Wie nehme ich mich an? Aber auch mit meinen Kunden, mit meinen Leuten, mit meinem Tribe, wenn man so will. Und diese Probleme sind überhaupt nicht gelöst. Oder das Problem, gar nicht zu wissen, was will ich? Was will ich eigentlich? Keine Vision zu haben. Also immer nur nach dem nächsten shiny object, sagt man im Englischen, also nach dem nächsten glänzenden Schatz, der irgendwo ausgegraben wird, drauf zu springen, weil man wieder eine E-Mail bekommt, das ist toll und jetzt das muss man machen oder das muss man machen, das ist der einfache Weg und alles ist toll und man hüpft daher und sicherlich kennt ihr einige Menschen, vielleicht auch sehr gut, die immer wieder was Neues haben, alle 2 Wochen mit was Neuem ankommen, aber nie was umsetzen. Und dem liegen eben persönliche Probleme zugrunde. Deswegen haben sie Business-Probleme. Und nur wenn die einigermaßen geklärt sind, das heißt nicht, dass wir nie Probleme haben werden, beziehungsweise Herausforderungen, das will ich damit nicht sagen. Aber wir sollten mal erkennen, oh, wir müssen vielleicht mal erstmal bei uns aufräumen, bevor wir überhaupt uns auf diese großen Sachen machen können. Und so ein paar Dinge, so ein paar Grundlagen wären vielleicht nicht schlecht. Und hier hilft dann ein großer Lehrer, ein großes Vorbild von mir, Mahatma Gandhi, der sehr treffend gesagt hat, wir selbst müssen die Veränderung sein, die wir in der Welt sehen wollen. Und das gilt jetzt umso mehr als vor 60, 70 Jahren, als er das gesagt hat. 80 Jahren vielleicht. Na? Und wenn wir uns auf uns konzentrieren, und das ist nicht egoistisch, egomanisch oder egozentrisch gemeint, sondern im Sinne, wenn wir uns verändern, dann verändert sich auch die Welt um uns herum. Darum geht's. Und das kann natürlich durchaus auch ein tolles Business sein. Ich freue mich ja, wenn Menschen ein eigenes Business haben. Ich freue mich, wenn sie erfolgreich sind. Und es funktioniert ja auch, ein tolles Business. Aber es ist eben nicht dieses Leuten das Geld aus der Tasche ziehen und mit dem neuesten Trick im Internet, sondern es geht darum, wenn, ein Herzensbusiness aufzubauen. Darum geht es mir, ein Herzensbusiness. Alles andere interessiert mich nicht. Und ihr seht, es gibt Business-Doping. Das ist eine neue Line, die jetzt auch demnächst auch größer ausgefahren wird für die Leute, die wirklich ein Herzensbusiness aufbauen wollen. Und dieses Frei und Wild mit Herz, wer schon mich ein bisschen länger kennt, ich bin ja seit 2008 in Deutschland unterwegs, oder 2005 habe ich das Buch Gedankendoping geschrieben, aber 2008 bin ich dann das erste Mal nach Deutschland gekommen, wieder zurück. Und so im letzten Jahr, Anfang des letzten Jahres, also vor 2,5 Jahren jetzt schon, weil jetzt haben wir ja schon August, hat sich dieses Konzept Frei und Wild, zuerst Frei und Wild entwickelt und dann Frei und Wild mit Herz. Und deswegen ist auch diese Natur, na, das ist eine Herzform, sind aber 2 Blätter. Und das kommt zusammen. Und das ist das, was Gedankendoping heute ausmacht. Also es geht im Business. Und es gibt zum Beispiel, vielleicht mal ein anderes Beispiel zu nehmen, von einem Kollegen, mit dem ich zusammenarbeite, dem geht es darum, Schreiber zu werden, ein Amerikaner im Übrigen, dem geht es darum, dass er seinen Lebensunterhalt, relativ junger Typ, als Autor zu verdienen. Ne? Und dabei zu reisen. Und der macht in Travel Hacking. Das ihr kennt das, gebt mal ein Travel Hacking, da gibt's also schöne Dinge, wie man sich das Reisen leichter machen kann, wie man ohne Budget reisen kann, also mit 10 Euro oder 10 Dollar pro Tag. Und das ist sein Herzensbusiness. Das heißt, durch die Welt zu reisen, dann praktisch als Reiseblogger zu arbeiten, als Autor zu arbeiten und dann auch Bücher, aber auch Blogs zu schreiben und davon zu leben. Und das ist sein Business. Ne? Und es geht ihm nicht darum, Millionen zu machen damit, sondern es geht darum, sich zu erfüllen. Und das ist etwas, was mir wirklich auch am Herzen liegt. Es geht mir um Erfüllung. Michael sagt, wird bei dir gebaut. Das ist laut zu hören. Ja, okay, ich mache mal gerade das Fenster zu. Just a sec. Ich höre es natürlich auch. Wenn ihr das auch hört, ist das blöd.
Danke für den Hinweis. Kann man natürlich auch machen. Ja. Jetzt haben wir es. Dankeschön für den Hinweis, den ich jetzt auch gelesen habe, Michael. Also, es geht darum, es geht mir um Erfüllung und dazu gibt es Wege, durchaus. Und es ist nicht der Weg, ins Hamsterrad zu gehen und immer schneller zu rennen und immer wieder vor allen Dingen dem Geld hinterher zu rennen. Onassis hat mal was Schönes gesagt, man sollte nicht dem Geld hinterherrennen, sondern sollte darauf warten, dass es zu einem kommt. Finde ich sehr schön. Und da gibt es durchaus auch Wege. Was wichtig ist, bei all diesen Dingen, die ich gesagt habe, wir sind ja dabei, ein Fundament zu legen, Resultate lügen nicht. Das heißt, schaut euch an, was ihr in eurem Leben gemacht habt und was ihr an Resultaten produziert. Und zwar in allen Lebensbereichen. Natürlich nicht nur Business. Vision, es geht ja beileibe nicht nur um Business, es geht um Beziehungen, vor allen Dingen auch die Beziehung zu euch selber. Es geht um Gesundheit, zu eurem Körper, wie steht ihr da. Es geht natürlich um Beruf, Karriere, Geld, Finanzen, all das, Spiritualität, Spaß am Leben, all das. Was an Resultaten produziert ihr dort? Und Resultate ist ja neutral. Das sind positive wie negative, das sind Erfolge wie Misserfolge und alles dazwischen. Aber die Resultate, das heißt die Ergebnisse, die ihr erreicht habt, die lügen nicht. Und hier kommt eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Enorm wichtig. Bitte ganz aufmerksam sein. Es sind nicht unsere Fähigkeiten, die uns zu dem machen, was wir sind, sondern unsere Entscheidungen. Das ist enorm wichtig. Was bedeutet das oder was möchte ich damit sagen? Das bedeutet, dass die Summe aller Entscheidungen, die wir in unserem Leben getroffen haben, uns hier zusammengebracht haben, hier jetzt um 11.30 Uhr in diesem Webinarraum, die Summe aller Entscheidungen, deswegen sind wir hier. Und jetzt kommt die Folgerung daraus, was immer wir an Resultaten haben und an Entscheidungen, die wir getroffen haben, das können wir ja nicht ändern, wir können die Vergangenheit nicht ändern. Und wenn die nicht so toll sind, und die meisten, die hier sind, die haben ja irgendwo in irgendeinem Lebensbereich nicht so tolle Erfahrungen und wollen das verbessern, was total normal und richtig ist. Was viele jetzt aber falsch machen, ist, dass sie auf ihre Ergebnisse gucken und sagen, oh, was bin ich für ein Vollpfosten und sich vor die Fresse hauen. Und das bitte nicht. Wir sollten einigermaßen liebevoll mit uns umgehen und noch etwas Wichtiges als fundamentales Erkennen. Es bringt uns nicht weiter, uns selber zu bestrafen. Und das ist im Übrigen leider eine Konditionierung, die wir erfahren haben. Uns einfach vor die Fresse zu hauen, bringt uns nicht weiter, bringt eine blutige Nase. Wichtig zu erkennen ist das hier. Alles ist deine Verantwortung, aber nicht deine Schuld. Sowas wie Schuld gibt es nicht. Und wenn wir uns die Schuld geben und sagen, oh, wir sind an etwas schuld, dann sind wir auch schuldig, fühlen uns schuldig und ziehen uns runter. Wir haben die Verantwortung für alles das, was wir getan haben. Natürlich gibt es eine Verantwortung, aber es ist nicht unsere Schuld. Wir haben Fehler gemacht und es ist wichtig und notwendig, Fehler zu machen. Und hier nochmal ein Ausblick, wie wichtig es ist, Fehler zu machen. Also die Konditionierung ist ja so von uns, unsere Fehler werden uns unter die Nase gehalten. Schon in der Schule bekommen wir rot angestrichen, was wir falsch gemacht haben. Es ist ja nicht so, also zumindest früher, als ich in der Schule war, heute ist vielleicht ein bisschen anders, aber es ist nicht so, oh, das hast du gut gemacht. Es wird nicht auf die Dinge hingewiesen, die gut gelaufen sind. Und viel mehr in unserem Leben ist gut gelaufen, als schief gelaufen ist. Ich komme da noch dazu, bei einem der Schritte zur Vision. Aber wir gucken uns die Dinge an und den Fokus darauf, was blöd gelaufen ist. Das bringt uns dann durchaus nicht weiter. Hier nochmal ein kleiner Seitenblick in Business auch. 99% von allem Risikokapital ist im Orkus. Das heißt, die Leute, die Risikokapital investieren, weil sie das Geld haben, und das in 100 Firmen stecken, 99 Firmen geben niemals das zurück. Aber eine Firma, das ist dann der Winner. Das ist dann sowas wie Google oder wie Facebook oder sowas. Und das wissen die Leute. Das heißt, Venture-Kapitalisten wissen, dass der größte Anteil ihrer Investitionen weg ist. Dass man im Nachhinein ein Fehler war, in diese Firma zu investieren, diesen Weg zu gehen. Aber sagen die deswegen, ich bin ein Loser? Wenn du nur die Zahlen nimmst und sagst, oh, ich habe weit über 90% habe ich ins Braune gegriffen, dann kannst du natürlich sagen, oh, was bin ich für ein Vollloser. Aber sie haben ein oder zwei Mal das Große losgezogen, aber auch, weil sie Risiko gegangen sind und weil sie natürlich nicht in jede Wurstbude wird investiert, sondern die haben natürlich ihre Rahmenbedingungen und überlegen, ja, das könnte was werden, aber in die Zukunft gucken kann keiner, niemand. Und deswegen gilt es dafür, die Verantwortung zu übernehmen. Und es geht vor allen Dingen auch darum, dass ohne Schuld zu machen. Fehler sind wichtig.
Fehler sind wichtig. Es geht darum, Fehler zu machen. Es geht darum, sich zu trauen. Es geht darum, ein Risiko einzugehen. Und wer das nicht macht, ist nur Durchschnitt. Oder noch weniger. Und die Verantwortung, sich dafür zu entscheiden, kann auch bedeuten oder sollte bedeuten, sich vor allen Dingen für das hier zu entscheiden, nämlich das eigene Spiel. Wir spielen, und zwar in unserem Leben, auch in unserem Business, in unserer Beziehung, in unserer Gesundheit, wir spielen immer unser eigenes Spiel. Ich habe das hier mit diesem Bild mal zusammengebracht, ne, das ist mehr so eine, links ist so diese Business Idee, weil Beruf, Arbeit hat einen großen Anteil in unserem Leben, aber eben auch mit der Meditations-Zen-Haltung in der Natur, dass das ein bisschen verbindet. Ne? Ihr werdet bei mir nicht denjenigen sehen in einem Nadelstreifenanzug, der einen Koffer voll Geld hat, das nicht, sondern wir können gesundes, nachhaltiges Business machen, können auch im Anzug rumlaufen, mache ich zwar nicht, ne, und uns verbinden auch mit der Natur, vor allen Dingen aber unser eigenes Spiel spielen. Unser eigenes Spiel, darum geht es. Das ist das, was ich seit vielen Jahren auch lehre, manche sagen predige, aber es geht um dich, es geht um dein eigenes Spiel. Und dieses eigene Spiel hat eigene Spielregeln. Und die legst du fest. Das sind deine Spielregeln, weil es dein Spiel ist. Und ganz wichtig auch, du suchst dir die Mitspieler aus. Und zwar die richtigen Mitspieler, deine Mitspieler. Und das sind eben Mitspieler, die dich nicht runterziehen, die sagen, das geht nicht. Und das haben wir alle schon erlebt. Ne, ihr habt vielleicht eine Idee. Und das ist, wie gesagt, egal, ob es nun Business oder Beziehung oder sonst irgendwas ist, irgendein Projekt. Und ihr habt eine Idee. Und dann teilt ihr das mit, wenn ihr noch den Mut habt, das mitzuteilen. Und das Erste, was ihr hört, ist, das geht aber nicht. Und ihr bekommt ganz genau aufs Butterbrot geschmiert, warum das nicht geht, von euren Eltern oder Geschwistern oder sonst irgendwas. Ne? Und ich würde mich von den Leuten trennen, die mich runterziehen. Also, Jim Rohn hat mal sehr schön gesagt, wir sind der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Also guckt genau, mit wem ihr euer Spiel spielt, und zwar das Spiel des Lebens. Und wenn ihr das Spiel des Lebens spielt, dann gibt es ein paar Grundregeln. Und für mich sind die grundlegend, das kann sein, müssen nicht sein, aber gehören für mich ganz zentral dazu in meinem Spiel, das sind die 5L. Dass ich die 5L in mein Leben hineinbringe und in mein Spiel. Das ist Leichtigkeit. Und Leichtigkeit bedeutet loslassen. Dass wir abnehmen. Wir werden von so viel Müll runtergehalten und belasten uns mit so viel Müll, brauchen wir alles nicht. Leichtigkeit, das ist ganz, ganz wichtig. Das nächste ist Lachen. Ja, Lachen natürlich. Ne? Nicht alles so bierernst nehmen, was wir machen. Euch auch selber nicht so ernst nehmen. Lacht mal wieder herzlich. Ne? Also Lachen ist gesund. Nächster Punkt, oder nächstes, Erlernen. Lernen ist ja im Zentrum eigentlich. Wenn wir nicht lernen, wenn wir kein Gehirnjogging betreiben, kein Gedankendoping im wahrsten Sinne des Wortes, dann bleiben wir da, wo wir sind. Es geht darum, neue Erfahrungen zu machen und dann daraus zu lernen. Was wir auch nicht vergessen dürfen von dem ganzen Lernen und so, ist natürlich die Lust am Leben. Lust gehört dazu. Manche sagen, bei den 5L bringen für das eine L Leidenschaft hin, aber das ist das Wort Leiden hin. Nee, Leidenschaft brauche ich nicht, ich brauche Lust. Lust am Leben. Und diese Lust am Leben, die erfüllt mich. Ich habe eine unbändige Lust am Leben, obwohl ich werde dieses Jahr 60, aber ich habe nach wie vor eine unbändige Lust am Leben. Ich liebe das Leben, ich liebe die Dinge, die ich machen kann und die ich mir natürlich auch erarbeitet habe. Ne? Aber das kann jeder auch machen. Und es geht nicht darum, zu arbeiten, bis die Schwarte knackt. Ne? Napoleon Hill hat mal ein tolles Buch geschrieben. Think and Grow Rich. Das heißt, denke nach und werde reich. Nicht arbeite dir den Buckel krumm und werde reich. Ne? Also, es geht auch Gedanken. Ne? Also Lust am Leben gehört auch dazu. Und natürlich, last but not least, das letzte L ist Liebe. Also das sind die 5L, die ich in meinem Leben habe. Und damit haben wir das Fundament gelegt, sind bei den 7 leicht umsetzbaren Schritte, die jetzt kommen. Das ist jetzt sozusagen der Kern. Die können wir auch relativ simpel abhaken. Ihr bekommt im Übrigen noch in Form, also ihr könnt euch natürlich schon mal Notizen machen, auf jeden Fall, aber ich schicke euch das dann morgen auch nochmal raus. Aber nochmal zu diesen 7 leichten Schritten, sie sind leicht zu verstehen, also es gibt keinen, der das nicht versteht, aber sie sind nicht einfach umzusetzen. Leicht, aber nicht einfach. Ganz wichtig ist, alle diese Schritte gilt es schriftlich zu machen. Wie Leonie schon gesagt hat, in Leonie oder wie werde ich reich? Kleiner Werbebreak, die CD, Dreier-CD oder auch MP3-Download gibt es im Gedankendoping-Shop. Werbebreak zu Ende. Also wie Leonie schon gesagt hat, denken und auf Papier versenken. Ganz wichtig, die Dinge schriftlich zu machen, weil
wir dann aus der Nummer nicht mehr rauskommen. Wenn wir das nur gedanklich verarbeiten und nicht aufschreiben, dann kommen wir immer wieder raus und sagen hinterher, wir vergessen es, oder wir sagen, oh, das haben wir aber gar nicht so gesagt. Wenn wir es aber aufschreiben, dann steht es da schwarz auf weiß und wir können es nachprüfen. Ich würde jedem auch empfehlen, nicht nur für die Vision, sondern fürs überhaupt, für die nächst bessere Version deiner selbst, eine Kladde zu kaufen, also so kriegt man in jedem Zeitschriftenladen, vielleicht auch was Schönes, vielleicht von der Reise mitbringen, wenn ihr irgendwo in einem fernen Land sind, mal so ein handgeschröpftes Buch, also es kann auch schön aussehen, taktil, mit Ledereinband oder so, aber es kann auch eine Kladde für 1 Euro sein oder 1,50 Euro oder sowas. Ne? Wichtig ist, dass ihr reinschreiben könnt, reinmalen könnt. Ich habe auch immer Buntstifte dabei seit einigen Jahren, und also dass ich auch farbig malen kann. Und das dann aufschreiben. Ne? Das dann auch durchaus übertragen, elektronisch, also aufs Laptop oder das Tab. Und by the way, Laptop, Tab, jeder hat heute eine Kamera dabei, also ein Smartphone. Die Kameras in einem Smartphone sind besser als eine Spiegelreflexkamera vor 20, 30 Jahren. Also auch Bilder machen, wo ihr etwas seht. Recorder, also ihr könnt ja mit dem Smartphone auch aufnehmen. Entweder redet ihr was rein, wenn ihr schreiben wollt, oder ihr nehmt irgendwas auf. Und das sind alles Bits and Pieces, Teile, die euch weiterbringen. Wann immer ihr etwas seht, wann immer euch etwas anspricht oder auch abstößt, wo ihr sagt, nee, das will ich auf jeden Fall nicht haben, ne, das will ich nicht mehr machen, dann das notieren und dann, ich würde es übertragen, Evernote ist eine gute Software, mit der man das übertragen und dann sortieren kann. So, und jetzt kommen wir zu diesen 7 leichten Schritten. Und der erste Schritt nennt sich der ideale Tag. Eine Übung, die meisten irgendwo schon mal gehört haben, die wenigsten aber gemacht haben. Der ideale Tag ist relativ simpel, da schreibt ihr auf, wie euer idealer Tag aussieht. Das heißt, um wie viel Uhr wacht ihr auf, wo wacht ihr auf, mit wem wacht ihr auf, ist jemand neben euch, was macht ihr dann, wo geht ihr frühstücken. Und dieser ideale Tag, das möchte ich sagen, ist kein Urlaubstag. Es ist ein normaler Tag, wo auch Arbeit enthalten ist. Weil eine Tätigkeit haben wir auch, der gehen wir auch nach. Und diese Tätigkeit ist darin auch enthalten. Das heißt, wo arbeitet ihr? Was arbeitet ihr? Mit wem arbeitet ihr zusammen? Welchen Tagesablauf habt ihr da? Seid ihr flexibel oder ist euer idealer Tag? Das kann auch sein. Fängt ihr immer um 9 Uhr an oder um 8 oder was auch immer. Ne? Und das schreibt ihr alles auf. Der für euch ideale Tag. Wie sähe der aus? Und da muss man sich ein bisschen mit auseinandersetzen, Gehirnschmalz bemühen, um dann auch diesen idealen Tag aufzuschreiben. Das wird möglicherweise in der Erstfassung erstmal nur ein Raster sein. Ihr könnt und sollt auf jeden Fall immer etwas dazunehmen oder auch ausstreichen. Das ist ja ein Artwork in the Making. Das heißt, es ist ein Prozess. Und diesen Prozess gilt es zu verfolgen. Also den idealen Tag aufschreiben. Bis zum Abend, was macht ihr? Was esst ihr? Was für Bewegung macht ihr? Wo ist das? Ne? Wo, was, wie, wann, mit wem? Ne? Das ist der ideale Tag. Nächster Punkt oder nächster Schritt. Was mache und habe ich schon? Das ist eine sehr interessante Übung, die man natürlich auch schriftlich macht. Habe ich von Barbara Scheer, die Buch geschrieben hat, ich könnte, wenn ich nur wüsste, was ich wollte, also Moment, ich hab's hier, ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was. Das ist ein Buch, das sie geschrieben hat. Kann man sich kaufen oder aus der Bücherei oder als Hörbuch, ist ganz, ganz toll. Und da habe ich das raus, ich habe es ein bisschen modelliert für mich, weil alles, was ich euch hier vorstelle, alle Werkzeuge, Strategien, habe ich selber ausprobiert, selber gemacht, selber angewandt und viel habe ich natürlich von anderen Lehrern auch übernommen, aber immer modelliert. Und das ist meine modellierte Version von der von Barbara Scheer. Und zwar geht es darum, eine Tabelle anzulegen. Also eine ganz normale Tabelle, so ein Grid. Und das sind dann, und hier kommen rein die 20 Dinge, die ich gerne tue. 20 Dinge, die ich gerne tue. Ich habe das im letzten Jahr auf dem Vision Quest im Sinai gemacht. Vision Quest ist, kann man auch die Vision finden, da geht man raus in die Natur, 4 Tage lang ist an einem Ort, entweder direkt nur in einem Kreis von 3 Metern kann man das machen, oder in einem etwas größeren Areal, nur bei Wasser, also 4 Tage Fasten und geht da, sucht da seine Vision und lässt sich finden. Das ist auch im Übrigen eine Möglichkeit. Das ist ein bisschen extrem, das zu machen, aber wer sowas machen will, Vision Quests werden auch in Deutschland angeboten. Ich kann nichts darüber sagen, wie gut die sind, wie gut die Quester sind, die das machen, die das anbieten. Aber das Eschwege-Institut, von denen habe ich mal ganz gute Sachen mitbekommen, die machen auch ähnliche
Dingen. Gut, also ich habe das im Sinai gemacht und das war total klasse, was ich rausgefunden habe. So, so geht's. Die 20 Dinge, die ich gerne tue. Und zwar tragt die ein, schriftlich, bitte eintragen. Erstens, was sind diese 20 Dinge? Und da sammelt die erstmal. Und als ich das gemacht habe, ich habe es auch, habe ich jetzt da hinten liegen, ich habe es, habe dann die 20 Dinge aufgeschrieben, war da auch bei 20. Und als ich dann ausgefüllt habe, die anderen Fragen, sind mir noch ein paar Sachen dazugekommen. Sport war noch dabei, das hatte ich nicht aufgeschrieben bei den 20 Dingen. Und das mache ich, das tue ich natürlich gerne. Und dann war noch irgendwas dabei, was ich auch nicht dabei hatte. Am Ende waren es bei mir 22 Dinge. Weil bei dem Ausfüllen ist eben noch was dazugekommen. Also ihr sammelt das erstmal, 20 Dinge, die ich gerne tue. Ne? Ins Kino gehen, Essen war bei mir dabei, Sex ist dabei, mache ich auch gerne. Also all diese Dinge, auf der Bühne stehen, diskutieren, das waren alles Dinge, die ich gerne tue. Reisen war dabei. Was ist das bei euch? Das schreibt ihr erstmal auf. Ne? Baden war auch dabei. Dann in die nächste Reihe schreibt ihr, wann habt ihr das letzte Mal getan? Und hier kam raus, und das fand ich schon sehr, sehr bemerkenswert, alles, was ich aufgeschrieben habe, all die Dinge, die ich aufgeschrieben habe, die meisten davon hatte ich in den letzten 2 Wochen davor auf jeden Fall getan und ansonsten alles innerhalb von 2 Monaten, 6 Wochen oder 2 Monaten. Alles hat sich drin gefunden. Was bedeutet, und das ist ganz, ganz wichtig, und das ist mit der Sinn der Übung, wow, ich tue eigentlich schon sehr viel von dem, was ich gerne tue. Einiges. So, und dann kann man das noch ein bisschen näher untersuchen, nachdem man festgestellt habe, oh, 10 Dinge oder 15 Dinge von denen oder wie viel auch immer von den Dingen, die ich gerne tue, die tue ich tatsächlich. So, in die nächste Zeile, die dritte, kommen dann die Kosten rein. Und das würde ich in 3 Stufen machen. Also entweder es kostet nichts, wie zum Beispiel lesen oder diskutieren oder sowas, das kostet nichts, bis es kostet mittel oder es kostet viel. Ne? Nehmen wir zum Beispiel als Beispiel Reisen, das gibt es natürlich auf allen 3 Stufen. Also Reisen kann sehr, sehr viel kosten, kann aber auch wenig kosten oder kann auch nichts kosten. Auf jeden Fall. Also das sind so Dinge, die, also bei vielen Dingen habe ich dann festgestellt, dass alle 3 reingehen. Aber es gab eben auch Dinge, die ich gerne tue, die absolut überhaupt nichts kosten. Und das waren einige Sachen dabei, kosten mich überhaupt nichts, außer die Zeit, die ich dazu verwende. Und das ist schon mal schön, das zu sehen. Das heißt, es muss nicht alles mit Geld zu tun haben. Ne? Dann alleine oder zusammen. Das heißt, es ist eine Tätigkeit, die ich eher alleine mache oder wo ich jemanden dazu brauche, wo ich also Mitspieler brauche für mein Spiel. Ne? Auch das ist wichtig. Dinge, die ich alleine mache, das kann ich natürlich autonom entscheiden, bin sozusagen unabhängig. Zusammen brauche ich Team. Einen oder mehrere, wie auch immer. Dann geplant oder spontan ist auch eine wichtige Sache, da mal zu sehen, ist es etwas, was ich eher planen sollte oder kann ich das spontan machen oder mache ich spontan? Und oft sind auch beide Möglichkeiten. Es geht nur darum zu analysieren und über diese Analyse, über diese Tabelle dann rauszufinden, was mache ich eigentlich gerne und wie mache ich das gerne? Vor allen Dingen auch. Dann, ob es drin oder draußen ist, also indoor, also in der Wohnung, im Haus, wie auch immer, oder draußen in der Natur. Und dann als letztes ist es physisch oder mental. Als drittes könnt ihr noch dazu nehmen, spirituell, hat es damit was zu tun. Und dann habt ihr das alles aufgeschrieben. Und in dieser Tabelle, die dann am Ende, wie gesagt, gehen wir mal zurück, das ist dann so eine Tabelle, wo das eben alles drinsteht, ganz ganz normal. Also ich habe es handschriftlich gemacht, ich hatte im Sinai natürlich nichts dabei, sondern ich habe es einfach in mein Tagebuch eingetragen. Ist aber auch toll, würde ich euch im Übrigen auch empfehlen, durchaus mal rauszugehen in die Natur, raus auf eine Wiese zu setzen, auf eine Bank mit einer schönen Aussicht und viele dieser 7 Schritte dann da einfach mal zu machen und diese Fragen zu beantworten. Und dann werdet ihr hoffentlich auch einige gute Erkenntnisse finden, die euch auch ein bisschen näher so mit eurer Vision zusammenbringen. Denn das, was ich gerne tue, oder das, was ihr dann gerne tut, sollte auch dann mit eurer Vision irgendwo da Niederschlag finden. Dass das, was eure Vision ist, das, was ihr als Großes oder Mittelgroßes vielleicht machen wollt, dass ihr das dann auch eher finden könnt oder euch finden lasst. Nächster Punkt. Was will ich nicht mehr? Auch eine enorm wichtige Frage. Was will ich nicht mehr? Und hier geht es darum, ganz klar Grenzen zu ziehen. Sich ganz klar dafür zu entscheiden, Dinge loszulassen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt zu viele Dinge, mit denen wir uns wirklich belasten, die uns runterziehen, was wir nicht alles tun müssen. Und das sind dann wirklich auch im
Themenbereich Vision. Das sind diese großen Visionen. Da muss alles so groß sein. Wir müssen unbedingt Millionär werden und dieses ganz große Geschäft haben. Und wir müssen, Frauen müssen schön sein, Frauen müssen intelligent sein, Frauen müssen aber auch ihr eigenes Business haben und müssen ihren Mann stehen und müssen einen Job haben, müssen aber auch noch Kinder haben, müssen Familienmanagerin sein, ne, müssen für ihren Mann da sein und all das auf einmal, ne? Das funktioniert nicht. Und Männer müssen natürlich auch erfolgreich im Beruf sein, müssen sportlich sein, müssen Frauen natürlich auch so sportlich und Sixpacks App und müssen ganz toll aussehen, müssen auf der Karriereleiter nach oben kommen und müssen dort sanft die Ellenbogen ausfahren, die ihre Konkurrenz beiseite schieben und siegen und die Nummer eins werden und müssen natürlich auch nach einem 20-Stunden-Arbeitstag, müssen auch nach Hause kommen, fröhlich lächelnd da sein für ihre Frau und blenden aussehen und mit den Kindern noch spielen und toben und die Schularbeiten machen. Get a grip. Das ist alles völliger Blödsinn. Also, natürlich können wir das alles machen, aber nicht alles auf einmal. Und wenn wir diese hohen Erwartungen, die wir an uns stellen und die uns eben krank machen, wenn wir das mal loslassen, und das wäre das Erste, was ich vorstelle, loslassen, diese extrem hohen Erwartungen, die uns überall um die Ohren prallen, von Hollywood kolportiert wird. Eine Hollywood-Beziehung, die ist immer happy ever after, das ist immer ganz toll. Na, da gibt's natürlich Schwierigkeiten, aber dann kriegen sie sich doch und es ist alles super und bleibt auch super und yeah und right. Das ist doch Blödsinn. Freunde, das reale Leben sieht ein bisschen anders aus. Ne? An der Beziehung muss man arbeiten, vor allen Dingen auch an der Beziehung zu sich selber. Es hat immer, und das ist blöd, sagt einem aber keiner, ist aber so, hat was mit Arbeit zu tun. Und wir arbeiten viel zu viel und sollten uns vielleicht auf das konzentrieren, was wichtig ist. Und deswegen Grenzen ziehen und sagen, was ist unverhandelbar? Was mache ich nicht mehr? Was kaufe ich nicht mehr? Welchen Blödsinn kaufe ich nicht mehr? Worauf lasse ich mich nicht mehr ein? Ich finde dieses Wort unverhandelbar ein sehr, sehr wichtiges Wort. Also stellt für euch klar, was ist für mich unverhandelbar? Was mache ich nicht mehr? Was lasse ich mit mir nicht mehr machen? Was lasse ich nicht mehr zu? Ganz, ganz wichtig. Das heißt, Position beziehen. Und so beziehe ich zum Beispiel auch Position, wie am Anfang, gegen Internetmarketing. Ich habe nichts gegen Marketing, gegen Online-Marketing in dem Sinne. Das machen viele, Amazon macht was weiß ich. Aber dieses Internet-Marketing in dem Sinne, den Leuten was mit irgendwas über den Schädel ziehen, was sie alles machen müssen, sonst sind sie schlecht und doof und sonst irgendwas, das kann es nicht sein. Und da beziehe ich Positionen. Und jetzt fragt eine Anonymteil, darf diese Liste für andere benutzt werden? Dann müsstest du mal sagen, ich nehme an, du meinst die Liste mit den 20 Dingen. Du machst die ja für dich, aber du kannst das natürlich weitergeben, natürlich. Also alles das, was ich gesagt habe, es gibt kein Copyright darauf. Ihr könnt alles, was ich hier sage, weitergeben. Ne? Es wäre schön, genauso wie ich sage, also die Liste habe ich von Barbara Shea, es wäre schön, dass ihr dann sagt, ich habe das von diesem oder jenem oder ihr habt das bei Eugen Simon Gedankendoping gelernt, das ist ganz gut. Ich meine, es werden unheimlich viele Sachen geklaut, leider auch von Internetmarketern. Viele meiner Stories erlebe ich dann auf Internetmarketing-Kongressen oder sowas. Ne? Es geht mir, finde ich richtig doof, ne? Die dann als ihre Geschichten verkauft werden. Viele Dinge von denen, die ich gemacht habe, werden nachgemacht. Ne? Allerdings mache ich auch Dinge nach, wobei ich mache nicht nach, ich modelliere. Ne? Ich modelliere Chris Howard. Chris Howard hat Tony Robbins modelliert. Tony Robbins hat Jim Rohn modelliert. Der hat wieder Earl Nightingale modelliert. Also es ist alles Barbara Shear. S-H-E-R. Wird die geschrieben, Barbara Shear. Also, zurück zum Thema. Was nicht? Was mache ich nicht mehr? Was ist unverhandelbar? Und das eben auch aufschreiben. Nächster Punkt. Was ist mein aktuelles Warum? Das kennen die Teilnehmer, die Gedankendoping kennen, mich ein bisschen kennen, kennen das schon und wissen, wie wichtig das ist. Und mein aktuelles Warum, und zwar mein, ne, das sagt ihr, also jetzt nicht meins, nicht mein Eugen, sondern ihr sagt das für euch, was ist mein Jörg aktuelles Warum oder wie auch immer. So, und zwar auch aktuelles. Zunächst mal, das Warum ist die Motivation, warum wir etwas tun. Unser Warum. Und dieses Warum, diese Motivation ändert sich, deswegen aktuelles Warum. In den verschiedenen Lebensphasen haben wir andere Warums und deswegen auch andere Visionen. Ich möchte es kurz erklären. Mein Warum für über 20 Jahre war, der beste Vater der Welt zu sein und die beste Familie der Welt zu haben. Das war mein Warum. Das habe ich mit Barbara, die ich dann getroffen habe, die richtige Frau getroffen. Irgendwann haben wir uns entschieden, Kinder zu bekommen. Das ging dann auch sofort, aber sofort, gleich beim ersten Mal hat es geklappt, ging das gut und dann diese Familie aufzubauen. Alles, was ich gemacht habe,
gerade auch beruflich, dann nämlich auch zum Beispiel in den Erziehungsurlaub zu gehen, also meine Karriere zu unterbrechen, wo die Leute gesagt haben, ich war bei RTL in der Sportredaktion und da sagen die Leute, kannst du eigentlich in den Erziehungsurlaub gehen? Dann habe ich gesagt, natürlich kann ich in den Erziehungsurlaub gehen, ne? Weil meine Familie wichtiger ist, als Karriere zu machen. Das konnte ich auch auf einer halben Stelle machen, ne? Das ging auch. Also, das war mein Warum und dem habe ich mich gewidmet. Und all das, was ich gemacht habe, habe ich dem mehr oder weniger untergeordnet, weil das war mein Ziel. Und dieses aktuelle Warum, das heißt, das hat sich geändert. Jetzt sind die Kinder über 20. Ich will und bin hoffentlich auch immer noch, na gut, vielleicht nicht der beste Vater der Welt, also sicherlich gibt es welche, die besser sind. Und natürlich haben wir Fehler gemacht, Barbara und ich. Aber ich glaube, wir waren und sind sehr, sehr gute Eltern für unsere Kinder. Wenn man die fragt, dann bestätigen das zumindest. Aber das heißt nicht, dass wir fehlerfrei sind. Überhaupt nicht. Es heißt nur, dass wir eine bestimmte Motivation hatten, etwas zu machen und haben das dann gemacht. Und eure Vision hat sehr viel mit eurem aktuellen Warum zu tun, mit eurer Motivation, was ihr macht. Und das kann auch durchaus, oder ist auch oft etwas, was viel kleiner ist. Also die Vision kann natürlich sein, ich will 1 Million machen. So, aber das ist meines Erachtens nach eine falsche Vision. Weil was wollt ihr mit dem Geld machen, mit der Vision? Dafür, das wollt ihr wieder eintauschen für was anderes. Was ist das, was ihr haben wollt? Ne? Ist das sehr viel ist Anerkennung? Ist das Sicherheit? Das sind die Dinge, um die es geht. Und darüber sollten wir uns Gedanken machen und das dann in eine Vision gießen, die natürlich auch durchaus beruflichen eine berufliche Komponente hat und auch mit Geldverdienen zu tun hat, aber bitte nachhaltig und sinnvoll und nicht blödsinnig. So, ich möchte dieses aktuelle Warum jetzt mit 3 weiterführenden Fragen nochmal anreichern, damit ihr das, wenn ihr das ausfüllt oder euch auf die Suche nach eurem aktuellen Warum macht, auch noch ein bisschen weiterkommt. Das Warum, wir arbeiten bei Gedankendoping mit Dreiecken, die meisten wissen es, ansonsten sage ich es nochmal hier, und das steht dann im Zentrum, dieses Warum. Und die 3 Fragen sind relativ simpel, warum ich, warum jetzt und warum nicht. Das sind die 3 Fragen. Das heißt, einmal geht es um euch, warum ich. Das heißt, klopft eure Vision darauf ab, warum ihr die erfüllen solltet. Warum jetzt? Warum ist jetzt der Zeitpunkt dafür, das zu machen? Warum nicht in einem halben Jahr? Warum im Jahr? Warum? Ich würde immer sagen, warum warten? Ne? Viele Leute lungern an der Startlinie herum. Der Startschuss fürs Leben ist schon längst gefällt und sie warten und sie machen immer noch Vorbereitung. Und das muss noch Vorbereitung. Und das muss ich noch machen. Und es muss irgendwie perfekt werden. Sie warten aufs perfekte Wetter und den Stand der Sonne und der Sterne und dann können sie loslegen. Das ist doch Blödsinn. Fangt jetzt an und macht Fehler und lernt daraus. Aber es geht immer darum, in Bewegung zu bleiben. Und warum nicht? Könnte man erweitern, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Das geht so ein bisschen in die Richtung, wenn ihr wirklich eine große Vision oder ein Projekt habt und ihr teilt das mit und ihr bekommt dann sozusagen Gegenwind und die Leute sagen euch erstmal, warum es nicht geht. Und man sagt, warum eigentlich nicht? Warum sollte ich auf die Leute hören, die sagen, nee, es geht nicht und mir alle Gründe erklären, warum es nicht geht? Sicherlich auch gute Gründe dabei können dabei sein, aber ich würde dann sagen, warum eigentlich nicht? Einfach trotzig sein und sagen, ach nö, mache ich dann doch. Und zwar ganz im Sinne auch von George Bernard Shaw, der gesagt hat, du siehst die Dinge und fragst, warum? Ich aber erträume Dinge, die es noch nie gab und frage, warum nicht? Also, warum nicht? Ne? Das einfach machen. Oder auch im Sinne von Steve Jobs, auch was das angeht, ein Vorbild. Sicherlich nicht als Arbeitgeber ein Vorbild und er hatte sicherlich auch einige menschliche Schwächen. Wird uns ja auch immer wieder vorgehalten als Vorbild. Also es gibt Dinge, die er vorbildlich gemacht hat. Es gibt Dinge, die würde ich von ihm mit Sicherheit nicht übernehmen. Auch nicht, dass er sich totgearbeitet hat und dann Krebs bekommen hat und gerade mal 56 wurde. Also er hat auch einen hohen Preis gezahlt, aber ich glaube, die 56 Jahre waren weitaus erfüllter als das Leben von über 90% von uns hier. Das ist meine Meinung, da kann ich ja völlig falsch liegen. Egal, was er gesagt hat, ist, only the ones who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Was so viel heißt, nur diejenigen, die glauben und verrückt genug sind, dass sie glauben, sie können die Welt verändern, sind dann diejenigen, die es machen. Also wir müssen schon dran glauben. Zurück zum Warum, oder fassen wir das zusammen. Know your why and start to fly, das sagt man in Australien. Wenn du dein Warum weißt, fliegst du los. Das heißt, know your why, start to fly. Deswegen ist es sehr wichtig, dieses Warum, und zwar das aktuelle Warum, mal aufzuschreiben, schriftlich festzuhalten. Nächste, für wen mache ich das noch? Ganz, ganz wichtig. Da kommt wieder auch das Team drin. Und das ist eine Powerfrage. Und zwar wieder in 2 Richtungen, nämlich für wen mache oder lasse ich das noch? Wir sind immer irgendwo zusammen, in der Familie, in der Gruppe, wir sind soziale Wesen und da ist es ganz wichtig, auch wenn wir natürlich am Ende alles, was wir tun, für uns tun, alles fällt auf uns zurück, alles, gibt es natürlich
Menschen, für die, also wenn wir Kinder haben, sowieso sind wir erstmal verantwortlich für die, aber wir machen das natürlich auch für andere. Und zwar natürlich, weil wir angenommen werden wollen. Es geht um Dazugehörigkeit. Wir wollen lieben und geliebt werden. So einfach ist das im Prinzip. Wir sollten dann aber auch wissen, was sind die Leute, die vielleicht Handvoll Leute, vielleicht zwei Hände voll Leute, aber vielfach in Gesprächen merke ich, es ist am Ende wirklich so diese Kerngruppe von Hand von Leute, von ein paar Menschen, die wirklich sehr, sehr eng dran sind. Und das sollte man wissen. Für wen mache oder lasse ich bestimmte Sachen? Und da sollte man sich klar drüber sein, damit man eben auch eine Vision entwickeln kann, wo man Menschen mitnehmen kann. Und das sind dann diese 4, 5 Handvoll oder 2 Hände voll, mit denen man das teilt, denen man sich anvertraut, denen man auch vertraut, denen auch seine größten Träume anvertraut. Auch mit der auf die Gefahr, dass die nichts werden und dass man sich in Anführungszeichen lächerlich macht. Aber die Menschen, die uns nahestehen, vor denen macht man uns nicht lächerlich. Die wissen, die vertrauen einem und die wissen, ja, dieser Mensch versucht sein oder ihr Bestes. Darum geht es. Und das kann klappen oder das kann auch nicht klappen. Aber wir wissen das und unterstützen diese Person. Und man unterstützt sich gegenseitig. Das heißt, wer ist da noch drin? Auch das schriftlich. Vorletztes, welches Kleine bewegt Großes? Welches Kleine bewegt Großes, was heißt das? Nun, es bedeutet nichts anderes als die geniale 80-20-Regel vom italienischen Ökonomen Vinfredo Pareto, der, ich komme gleich auf eine Frage, zu, oder mache ich das erstmal lieber, Eugen, wie lange geht es noch, weil ich leider zu einem Termin muss. Also ich bin jetzt bei der 6., mit der 7. bin ich in, denke ich mal, in 4, 5 Minuten bin ich durch. Und ja, das dazu. Also, machen wir schnell weiter. Geniale 80-20-Regel. Pareto hat herausgefunden, auch Pareto-Regel genannt, hat herausgefunden, dass 80% unseres Umsatzes von 20% unserer Kunden kommen. Das war's. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist die Grundregel von Pareto. Die lässt sich allerdings auf alles im Leben interpolieren. Es kommt immer wieder, dass mit wenig Aufwand viel erreicht wird. Ne? Oder dass etwas Kleines, etwas Großes bewegt. Das war's. Ne? Es gibt auch ganz, ganz wenig, nämlich ungefähr rund, das können auch 15, 85 sein, aber so grundgenommen bleibt man bei 80-20, darunter ist diese Regel bekannt. 20% unserer Kunden sorgen für 80% des Ärgers. Also die Kunden würde ich dann entlassen. Und es geht negativ wie positiv. Es gibt auch diesen schönen Spruch im Englischen, Big Doors swing on small hinges. Das heißt, dass große Türen, also große Portale, Pforten auf kleinen Scharnieren auch liegen. Und hier geht es darum, rauszufinden und das immer aufzuschreiben. Und das ist dann eine auch wachsende Liste, wie viel von diesen 7 Schritten, die sind nicht in Stein gemeißelt, sondern die habt ihr aufgeschrieben und es wird immer dazugefügt oder auch weggelassen. Dazugefügt und weggelassen oder durchgestrichen. Und diese Dinge sind ganz, ganz wichtig herauszufinden und das ist in der Beobachtung der eigenen Resultate vor allen Dingen, welchen Aufwand habe ich betrieben, um dieses Resultat zu erreichen? Und dann nochmal zu gucken, welches sind die großen Resultate, das Tolle, was mir gut gelungen ist, was ich wirklich toll finde, was war eigentlich der wirkliche Aufwand dafür? Und da finden wir, dass wir mit wenig Aufwand, der natürlich durchaus anstrengend sein kann, auch in dem Zusammenhang, das kann ja durchaus auch sehr anstrengend sein, aber es ist nur 20%, roughly gesagt, grundgesagt, bringt dann 80% des Ergebnisses. Und da sollten wir durchaus auch in allen wichtigen Fragen wissen, was das ist. Ich möchte mal ein kleines Beispiel geben, weil das gestern auch so gut ankam. Mit wenig Aufgaben will erreichen im Bereich Beziehungen. Nehmt einfach mal, das kostet euch gar nichts, nehmt mal einen Zettel und schreibt dann auf, warum ihr euren Partner liebt. Und schreibt diese Gründe, ich liebe dich, weil, diese, und schreibt das auf. Und dann versteckt er die Zettel irgendwo, wo der Partner sie irgendwann findet. Ne? In der Wohnung, im Auto, sonst irgendwas. Ne? Ich habe das von jemandem, der mal gesagt hat, wo ich das mal gehört hat, der hatte in den Fahrzeugbrief hatte er beim Auto hat er reingeschrieben, Liebes, wenn du das hier liest, dann hast du einen Unfall gebaut oder musst es der Polizei zeigen. Und ich will nur sagen, was immer passiert hat, ich liebe dich. Ne? Und es macht nichts, dass das Auto kaputt ist, Hauptsache du bist nicht kaputt. Und jetzt hat sie dann auch irgendwann einen Unfall gebaut und hat das gefunden. Und sie war natürlich total erleichtert und hat keine Angst gehabt, ihrem Mann zu sagen, dass er eine Beule ins Auto gefahren hat oder noch mehr. Und das kann man natürlich ein bisschen größer ausfahren. Und ich habe das dann auch gemacht und habe überall in der Wohnung Zettel versteckt für meine Frau. Einige hat es sofort gefunden. Aber das Tolle ist, sie hat die Zettel dann auch irgendwann später gefunden. Und man erreicht sehr, sehr viel. Und das ist dann toll, wenn er mal nach Hause kommt. Ich erinnere mich dann da gerade an eine Szene und sie ist mir einfach um den Hals gefallen. Und der Zettel hat sie genau in dem richtigen Zeitpunkt gefunden. Und auch die Botschaft hat sie in dem richtigen Zeitpunkt gefunden. Und es kostet überhaupt nichts. Man erreicht aber sehr viel, in dem Fall im Bereich Beziehung. Deswegen da einfach mal gucken, was ist das Kleine, was große Auswirkungen haben kann. Evelyn fragt zur 20-80-Regel,
20% den Ärger oder sind es 20%, die 80% Ergebnisse bringen? Nochmal, es geht in beide Richtungen. 20% des Negativen, einer negativen Sache, können auch 80% einer anderen negativen Sache bringen. Also 20% unserer Kunden können 80% des gesamten Ärgers, den wir mit Kunden haben, bringen. Das sind sozusagen unsere Problemkunden. Aber auch 20% unserer Kunden, die wir haben, bringen 80% des Umsatzes, also des Geldes rein. So ist es. Das Kleine bewegt das Große. So, das zu 80-20. Lest von Richard Koch, der hat ein Buch geschrieben. Man kann das nochmal weiterführen. 80-20 von 80-20, das gibt es in anderen Seminaren. Man kann dieses Konzept sehr weiterführen. Hier geht es erstmal um das Allgemeine, herauszufinden, wo habt ihr das schon gemacht? Wo macht ihr es gerade und wo wollt ihr es weitermachen? Nächster Punkt, oder letzter Punkt, ist die Löffelliste. Das kennt ihr sicherlich, die Löffelliste. Die Löffelliste ist nichts anderes als die Liste mit all den Dingen, die man noch machen möchte, bevor man den Löffel abgibt. Und was ist das? Ich habe meine erste mit 17, glaube ich, gemacht und immer wieder auch neue gemacht. Die letzte habe ich vor ein paar Jahren gemacht und jetzt auch mal geguckt. Ich meine, es waren 56 Dinge, die ich dann erreicht hatte von der Löffelliste oder nicht mehr wollte, also die durchgestrichen waren. Entweder hatte ich sie erreicht oder sie waren nicht mehr relevant für mich. Das natürlich auch. Und die werden durchgestrichen. Und es gibt nach wie vor Dinge auf der Löffelliste, die sind technisch noch nicht möglich, die stehen da immer noch drauf, so wie unsichtbar sein, durch Wände gehen und sowas, Zeitreise. Und ich bin da ja ganz enthusiastisch. Dinge können ja durchaus funktionieren, also was die Technik heute möglich macht. Ne? Wenn ihr euch euer Smartphone ansieht, so ein Smartphone, was das heute kann, so ein Computer konnte man vor 10 Jahren nicht kaufen. Kein Computer, nicht der größte Computer der Welt, konnte das machen, was ein Smartphone heute machen kann. Ne? Also was weiß ich, was man in 10 Jahren, kann man vielleicht durch die Zeit reisen oder sowas, keine Ahnung, was möglich ist. Anyway, andere Sachen sind immer noch illegal oder verboten, ne? Das hat dann was mit Drogen zu tun oder sowas, gestehe ich dann ja auch. Also steht aber immer noch auf der Liste und illegale Sachen mache ich dann eher nicht. Aber es steht einfach nochmal auf der Liste. Anyway, also Löffelliste schreibt auf die 100 Sachen oder auch 101 Sachen, die ihr in eurem Leben machen wollt. Sein, haben oder tun wollt. So, machen wollt. Und dann auch wieder dazu adden, man muss nicht sofort 100 Sachen haben. Man kann auch mit 20, 30 anfangen und dann wieder dazu schreiben. Und dann aber auch regelmäßig hingehen, also zumindest am Jahresende oder am Jahresanfang und gucken, was kann weg, was kommt neu dazu. Das ist auch ein Process in the making. So, damit haben wir diese 7 Schritte. Und diese 7 Schritte, die führen dazu, dass deine Vision dich auch finden kann. Darum geht es. Lass dich finden. Und zwar deswegen, weil du aufmachst. Dich intensiv mit dir selbst und vor allem mit deinen Wünschen und Zielen beschäftigst. Und wenn du diese 7 Fragen nochmals schriftlich beantwortest, und es kommt jetzt noch ein bisschen mehr, wir gehen gleich noch ein bisschen in die Tiefe, aber damit habt ihr die 7 Schritte auf jeden Fall mal. Wenn ihr das macht, dann kann das passieren, was Jonathan Swift mal so schön gesagt hat, Vision ist die Kunst, Unsichtbares zu sehen. Und darum geht es, Unsichtbares zu sehen. Ist das jetzt eine Garantie, wenn ihr diese 7 Schritte geht, dass ihr dann dieses Unsichtbare aussieht? Nein, Garantie gibt's für nicht. Clint Eastwood hat mal so schön gesagt, wenn du Garantie haben willst, kauf dir einen Toaster. Gibt's nicht. Aber ich kann euch garantieren, wenn du das nicht machst, wenn du nicht in die Tiefe gehst und wenn du dich mit diesen Fragen nicht beschäftigst und das nicht aufschreibst, wenn du also nicht aufmachst, dann wird's doch sehr, sehr schwer für deine Vision, dass sie dich finden kann. Funktioniert nicht, weil du mit deinen Gedanken, mit deinem State, mit deiner Ausrichtung, mit deiner Einstellung, mit deiner Einschätzung einfach auf dem falschen Dampfer bist. Da bist du vielleicht auf dem Schnellboot unterwegs und da kannst du nicht die Dinge sehen, die schönen Dinge, die am Ufer vielleicht sehen. Ne? Du bist mit deinem Schnellboot unterwegs, um nur ja schnell zum nächsten Projekt, zum nächsten Geldverdienen im Internet zu kommen. Und das kann es einfach nicht sein. Es geht also um Klarheit. Und ich möchte noch ein bisschen was für diese Klarheit tun, um diesen Durchblick. Es geht darum, Unsichtbares zu sehen, wenn wir bei der Vision sind. Aber es geht natürlich weiter noch. Die Vision ist ja erst der Anfang. Es geht darum, das hier nicht zu haben, was der ein oder andere schon kennt. Es geht darum, nicht den Christoph-Kolumbus-Preis zu gewinnen. Der verliehen wird an Menschen, die keine Ahnung haben, wohin sie reisen, keine Ahnung haben, wo sie sind, wenn sie da sind und bei ihrer Rückkehr keine Ahnung haben, wo sie überhaupt gewesen sind. Den wollt ihr nicht haben. Das heißt, ihr wollt das Sichtbare sehen, die Vision, das was. Aber es geht natürlich noch weiter. Es gibt nicht nur das Was, das ich aber als erstes
vielleicht nicht als erstes, aber mit dem ich mich beschaffen muss. Es ist nicht, wie viele sagen, das Wie. So, wie mache ich das? Sondern erst das Was. Ich muss erst wissen, was ich will. Daraus ergibt sich die Mission, das Wie. Die Vision ist das Was, die Mission ist dann, wie mache ich das? Ne? Wie, wenn ihr ein Navi habt, dann gebt ihr, und ihr seid in München, gebt das Navi Hamburg ein. Erst wenn ihr das eingebt, dann kann das Navi sagen, wie ihr dahin kommt. Also das Was zuerst, das Wie dann. Und auf der Spitze, ganz oben, das ist die Bestimmung, das ist dann das Warum. Euer großes Warum. Darum geht es. Ne? Also es geht um weitaus mehr als um die Vision, um die wir uns jetzt gekümmert haben, aber es geht dann weiter. Was ist die Mission? Was ist die Bestimmung? Das gehört alles zusammen. Ne? Um es mal mit den Worten von Mark Twain zu sagen, die beiden wichtigsten Tage in deinem Leben sind der Tag der Geburt und der Tag, an dem du herausfindest, warum du lebst. Also hier geht es wieder um das Warum. Ne? Es geht darum, ein Lebensziel zu formulieren, einen Sinn dem Ganzen zu geben, Klarheit zu haben. Und die meisten wissen nicht, was das ist. William Marston, das ist ein amerikanischer Psychologe, der hat mal 3000 Menschen, also große Befragung gemacht, empirische Befragung, wofür sie eigentlich wirklich leben. Und das Ergebnis war erschütternd. Denn 94% sagten, sie hätten kein wirkliches Ziel, keine wirkliche Bestimmung oder auch Berufung. Und Beruf kommt im Übrigen, das ist ja Job, Beruf kommt von Berufung. Es heißt so schön, dass jeder stirbt, aber längst nicht jeder lebt. Und vor allen Dingen längst nicht jeder lebt wirklich sein Leben und erfüllt. Und das ist dann, wohin die Entwicklung der letzten 25, unter anderem uns auch getrieben hat. Ne? Dieses ganze Marktschreien, das ganze, du musst dieses und diese ganzen Erwartungen, die man hat. Alles groß und mächtig und toll und überhaupt. Statt sich mal auf die wirklich wichtigen Dinge zu konzentrieren. Marstons Untersuchung unterstreicht genau das traurigerweise. Viele hoffen, dass ihnen die Bestimmung einfach so in den Schoß falle oder sie laufen der falschen Bestimmung hin, dem Mammon hinterher, wie gesagt, nichts gegen Geld, wenn man eine abgeklärte Einstellung dazu hat. Ne? Aber wenn du nicht weißt, warum überhaupt, wenn du diese Bestimmung nicht hast oder keinen Zugriff dazu hast, ne, dann leben eben die meisten wartend, mechanisch, nie wirklich glücklich, grau und leer. Und ich meine, geh mal raus durch die Straße, wo immer du wohnst, also gerade in Deutschland, dadurch, dass ich viel hin und her reise, weiß ich es ja auch, ne? In Australien sieht es ein bisschen anders aus. Du siehst nicht viel Leuchten in den Augen hier in Deutschland. Du siehst viel Leid, du siehst viel Gram, du liest viel Erschöpfung. Was nicht heißt, dass nur alle hier am Boden liegen oder so. Will ich auch nicht sagen. Es gibt ganz, ganz tolle Upbeat-Menschen mit leuchtenden Augen, an die wir uns auch halten sollten. Na, das sind die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten sollten. Ne? Womit wir dann auch zu dem, was jetzt kommen, bevor wir dann zu den Fragen kommen, alle Fragen intensiv beantwortet. Aber zunächst mal, was jetzt, also ihr könnt euch jetzt natürlich durch den Maze, durch den Irrgarten machen zu eurer eigenen Vision. Man kann all das, auch was Business angeht im Übrigen, all die Informationen gibt es im Internet. All das auch zur Vision, Mission, Bestimmung, all das findet ihr im Internet. Das Blöde ist nur, das ist alles einzeln und eine, sozusagen das Rezept, wie es zusammenkommt, das gibt's nicht. Zumindest nicht kostenlos. Das findet ihr nicht. Das heißt, ihr findet einzelne Bits and Pieces. Das ist sozusagen wie im Kochen. Stellt euch das vor, ihr habt die ganzen Zutaten für eine Speise, aber ihr habt kein Rezept dazu. Und selbst wenn ihr ein Rezept habt, es gehört dazu, das dann zu modellieren. Also wenn ihr ein Rezept habt von Paul Bocuse, einer der besten Köche der Welt, habt die Zutaten da, dann wird euer Essen trotzdem nicht das des Meisters Paul Bocuse. Ihr habt nicht die Erfahrung. Ne? Und da braucht man dann vielleicht den Meister in der Küche, den man auch über die Hand guckt und die Tricks abguckt, was der dann tatsächlich macht. Am Ende ist es die Tätigkeit, das Tun, was Menschen machen in der Energie, wo sie dann hier bei dem Maze sieht, man geht da oben links raus, links rein und kommt dann oben rechts wirklich auch raus. Und zwar die neue Vision seiner selbst. So, jetzt war eine Frage. Kannst du mal kurz das Dreieck zeigen und was zu dem was, wie und warum sagen? Meinst du das als chronologischen Ablauf? Nein. Ich komme zu dem Dreieck nochmal. Also Mission, Vision ist das Was, Mission ist das Wie und Bestimmung ist das Was. Dazu komme ich gleich nochmal, nämlich wer gerne weitermachen kann. Also ihr könnt natürlich, oder was es für Möglichkeiten gibt, ihr könnt natürlich mit der Machete euch den Weg durch den Urwald bahnen, das geht auch. Hat so im Urwald möglicherweise fatale Auswirkungen, aber ich will euch auch nicht Angst machen, sonst geht darum, euch ein Navi zu geben oder zu sagen, ihr steht an der Wegkreuzung, welchen Weg geht ihr? Und die Sache ist, welchen Weg auch immer ihr geht, die anderen Wege geht ihr dann nicht.
Es gibt immer nur einen Weg, den ihr gehen könnt. One at a time. Und die Frage ist, wer hilft mir dabei? Wer hilft mir, durch dieses ganze komplizierte Netzwerk durchzukommen, an Vision, Mission, Bestimmung, mich wirklich zu finden, die nächstbessere Version meiner selbst zu werden, und zwar ohne dicke Bücher wälzen zu müssen, ohne wirklich mich auszubeuten, sondern einfach die Puzzleteile, die zusammengehören, auch zusammenzufügen. Und da gibt es dann, wie die meisten wissen, gibt es nicht nur einen Workshop, sondern es gibt ein 3-Tage-Seminar, das sich intensiv damit beschäftigt, das Lebensdesign-Seminar, und da geht es wirklich um Design, das Leben designen. Da geht es 3 Tage, jetzt in Berlin, vom 7. bis 9. Oktober geht es 3 Tage nur darum, nur um Vision, Mission, Bestimmung. Ne? Es wird ja gerade auch ein Workshop angeboten von diesem Visionskongress, wo es dann darum geht, ja, du findest deine Vision und dann zeigen wir dir noch, wie du im Internet dein Business aufbaust. Da wird die Vision als Lockmittel, als Köder benutzt, um wieder ein Internet-Business aufzubauen. Das kann nicht funktionieren. Da wird es einfach vernachlässigt. Wenn ihr euch wirklich intensiv mit eurer Vision, Mission, Bestimmung auseinandersetzen wollt, dann bitte überlegen, ob das, also können nicht alle von euch da sein, die meisten Plätze sind auch schon vergeben. Zu allen Fragen komme ich gleich, ich will das hier nur beenden. Also, es geht darum, dass ihr euer inneres Navi findet, bei diesen 3 Tagen, dass ihr eure wirkliche Vision, Weg zu eurer wirklichen Vision, was euch wirklich ausmacht, findet. Und natürlich ist es auch das Seminar für Mission und Bestimmung. Es geht nicht nur um die Vision, sondern dann eben auch, wie mache ich das und warum mache ich das. Ihr bekommt dann oder erarbeitet darin einen 90-Tage-Umsetzungsplan, auch das ist wichtig. Und ihr seid natürlich auch mit einem Unterstützernetzwerk verbunden, verbindet und verbündet euch mit den Menschen, die auch weiterkommen wollen, die aber achtsam und liebevoll für sich weiterkommen wollen und nicht sich selbst ausbeuten. Das geht mit dem Buddy, den ihr da findet, in der Gruppe. Und es gibt noch vieles, vieles mehr, was es dort gibt auf diesem Seminar. Ihr könnt das, und das ist nur einmalig, es wird, also hier sind noch ein paar Testimonials, also ihr könnt euch das auf der Website auch durchlesen, ne, wie Barbara, die zumindest nicht meine Barbara, nicht meine Frau, die geschrieben hat, bin einfach nur überwältigt, was hier in den 3 Tagen passiert ist, sowas, Erwartung, also angekommen, da wo sind, oder Augen und Herz geöffnet, jetzt weiß ich, wohin ich meine Energie leiten kann, um meine neu erkannten Ziele zu erreichen, Name ist Programm, könnt euch alles durchlesen, es gibt viele Testimonials auf der Webseite, lest euch das einfach mal durch. Zu euren Fragen komme ich gleich noch, ich mache das hier nur zu Ende, damit diejenigen, die vielleicht weg müssen, dann auch weg können, weil, möchte euch das auch sagen, Normalpreis 1.997 zahlt ihr nicht, die meisten haben 1.497 für dieses Seminar bezahlt, das heißt, für 497, ich werde es jetzt in diesem Jahr noch einmal machen, also ich mache auch das Seminar, ob ich überhaupt weitere Seminare mache, steht aus, also es sind keine geplant. Das ist das vorletzte Seminar überhaupt, das ich geben werde erstmal. Und ich möchte eben auch wirklich gute Mitspieler dabei haben. Und es ist die Chance überhaupt, dieses Hochqualitätsseminar für den Preis zu bekommen. Hier ist jetzt der Link, den braucht ihr. Es gibt 2 Spielregeln, die ich noch nennen möchte. Wenn die Plätze vergeben sind, wird eine Warteliste eingerichtet. Das wird wahrscheinlich heute der Fall sein. Möglicherweise jetzt schon oder nach diesem Workshop. Weil eben natürlich auch gestern viele weggegangen sind, sind maximal 30. Und wenn die Plätze vergeben sind, wird eine Warteliste eingerichtet. Warum Warteliste? Weil wer mit PayPal zahlt, der ist natürlich sofort drin, weil dann ist bezahlt. Aber erst nach Zahlungseingang ist der Platz dann auch gesichert, weil es kommt immer irgendwie wieder was dazwischen. Und das ist dann Blödsinn, dass ich dann Leuten absage, weil ich denke, Person A kommt dann aber nicht. Und dann hat Person B, die zu spät kommen kann, den Platz nicht. Also auf jeden Fall einen Platz buchen und reservieren, auch wenn es auf der Warteliste ist. Das steht dann im Übrigen auch da, dass eine Warteliste eingerichtet wurde, aber ihr kommt auf die Warteliste, bekommt dann auch eine E-Mail, an wie viel der Stelle ihr steht, und erwartungsgemäß springen dann immer noch mal so 4, 5 oder 6 Leute ab, und dann kann man eben nachrücken. So, das ist dazu. Bevor wir zu euren Fragen kommen, noch letztlich die wichtigste Botschaft zum Abschied für euch. Das wirklich beherzigen. Das größte Risiko ist, dein Leben nicht mit dem, was dir wirklich wichtig ist, zu verbringen, in der Hoffnung, irgendwann später einmal die Zeit und Freiheit dafür zu haben. Lebe jetzt, ist die Botschaft, die ich habe. Lebe jetzt, erfülle dein Leben jetzt. So schwer es auch sein mag, geh jetzt los. Und das ist dann auch der Vorteil dieses Seminars. Wir brauchen
heute einen Raketenstart. Wir brauchen sehr, sehr viel Energie, um und diesen Impuls, um überhaupt wirklich loslegen zu können. Und in diesen 3 Tagen bekommt man wirklich diesen Raketenstart. Da ist man eben, das kriegt man mit keinem Kurs, das kriegt man nicht zu Hause, kann man diese Energie nicht entwickeln. Und wer diesen Impuls, wirklich diesen Start braucht, um aus den Startlöchern zu kommen, wirklich rauszukommen, dem kann ich das nur empfehlen, weil wenn wir in der Bewegung sind, ist es viel, viel einfacher, uns weiter zu bewegen. Denkt wirklich mal an eine Rakete, die braucht 90% ihres Treibstoffs, um überhaupt mal rauszukommen in die Atmosphäre, also die Erdanziehungskraft zu verlassen. Und dann kann sie mit wenigen Steuerimpulsen, also mit ganz, ganz wenig Energie, kann sie gelenkt werden um den Erdball oder durchs All. Oder nehmt eine Diesellok. Die braucht unheimlich viel Kraft, um die ganzen Waggons anzuziehen. Wenn sie dann aber mal im Zug ist, wenn sie dann mal am Laufen ist, dann braucht sehr, sehr viel, wenig Energie, um überhaupt weiterzulaufen. Und wer diesen Impuls, wer diesen Schub, diesen Anschub, diesen Raketenstart haben möchte, der sollte sich das überlegen, am 7. bis 9. Oktober an dem Wochenende nach Berlin zu kommen. So, ich lasse diese Folie jetzt stehen, damit ihr den Link da habt. Ich kann euch den Link im Übrigen auch hier unten nochmal reingeben in den Chat. Ich mache den Chat jetzt auch gleich auf. Dann könnt ihr auch direkt auf den Link klicken. Und so. Chat aufmachen und dann könnt ihr den anklicken und kommt dann auf die Seite. Ihr könnt dann, wie gesagt, auch die Stimmen lesen. Ansonsten ist euch alles klar. So, jetzt gehe ich mal auf die Fragen ein. Die erste war von Julian. Wie finde ich Mitspieler, Team oder Partner? Juliane Drechsel. Wie finde ich Mitspieler, Team oder Partner? Ganz einfach, indem du rausgehst, zum Beispiel auf so ein Seminar. Es gibt gute und schlechte Seminare oder auch Treffen, Netzwerkgruppen. Wichtig ist der persönliche Kontakt und den vielleicht auch über eine intensive Zeit. Weil wenn du nur eine Stunde dann da bist oder 2 Stunden da bist, dann bist du, es dauert eine Zeit, bis du erstmal losgelöst bist aus diesem ganzen Müll, unter dem wir uns begraben haben, um wieder klar zu sehen. Und deswegen empfehle ich Seminare oder habe Seminare gemacht. Allerdings bin ich nicht mehr bereit, den Preis zu zahlen, also teilweise auch Marketing zu machen, um diese Dinge um Leute auf Seminare zu bringen. Ich mache andere Sachen. Aber am Ende sind es, also es gibt auch andere Wege, die ich dann austesten werde. Aber Seminare sind eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Ansonsten rausgehen in Netzwerkgruppen, auf Meetings und schauen. Es gibt keinen anderen Weg, als wirklich rauszugehen in die Arena, sich zu zeigen und Kontakt mit Leuten aufzunehmen. Einfach mal zu googeln, was gibt's für Blog, was gibt's für Foren, auch Facebook wäre eine Möglichkeit, sich mit Leuten zu verbinden und zu verbünden. Und dann, wenn möglich, in der Stadt oder wo du bist, Leute persönlich treffen. Aber es geht natürlich auch über die elektronischen Mittel, aber persönlich ist halt immer noch eine andere Energie. Wenn man aber ein bisschen weiter draußen wohnt und nicht in der Metropole, dann durchaus auch die Foren, Blogs, Facebook und solche Sachen nutzen. Karin fragt, ob es eine Aufzeichnung gibt. Ich möchte es gerne meinem Mann zeigen. Wenn die Aufzeichnung geklappt hat, wovon ich mal aufgebe, dann werde ich euch den Link morgen zuschicken. Und wenn mir Edodip den Link schickt, dann werde ich das alles aufbereiten. Also es gibt auf jeden Fall eine E-Mail, auch mit den Ressourcen. Und vermutlich morgen Vormittag. Und dann kann man sich das alles nochmal ansehen. Manfred fragt, vielen Dank, muss jetzt leider, so, gibt es das Seminar auch im Süden? Nein, Alexander, gibt es nicht, es gibt es nur in Berlin und es gibt es jetzt auch das letzte Mal. Ich plane keine weiteren Seminare. Es gibt noch ein Leadership-Seminar und dann war es das erstmal. Ich mache das Seminar persönlich, das fragt der Guido. Juliane sagt, ich war schon beim Sprungbrett-Seminar, das freut mich. Ich hoffe, es war eins der guten, weil es gab ja auch weniger gute, muss ich auch zugeben. Aber das weiß nur ich, der ich natürlich das fast 70 Mal gemacht habe. Und ich meine, wenn man all die Seminare, die ich gegeben habe, auch die ganzen anderen Seminare, die ich gegeben oder besucht habe, dann bin ich bei über 500 Seminaren an Erfahrung. Da kommt schon was zusammen. Und deswegen weiß ich, dass das eine sehr, sehr gute, also Gruppendynamik ist was ganz, ganz Wichtiges. Und zwar in einer Gruppe außerhalb von zu Hause. Das wäre am besten, dass man wirklich reisen muss. Deswegen würde ich auch jedem empfehlen, sich abzukoppeln von zu Hause. Ist an einem Wochenende, oder das kann ja auch eine andere Veranstaltung sein, es gibt auch andere, die gute Seminare machen. Ich habe euch ein paar Leute genannt, die ich empfehlen kann, die ihr einfach mal auschecken solltet. Ne? Und was Business angeht, denke ich, sind die Konter Krombergs, die sind wirklich sehr, sehr gut. Also ich würde dieses Buch Solopreneur oder Smart Business Konzepts, das würde ich mal lesen. Ja, das
da investiert dann ein paar Euro und habt dann was Handfestes. Ne? Das wird nicht dazu dienen, dass ihr eure Vision findet. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ihr kommt ja auch wieder näher. Das macht die Tür auf. Wenn ihr wirklich einen großen Schluck aus der Pulle nehmen wollt und vor allen Dingen dann auch ins Umsetzen kommen wollt, weil darum geht es, es geht um die Umsetzung am Ende. Ne? Sich was vorzustellen, aufzuschreiben, ist das eine. Die Umsetzung, das Tun, ist das andere, ins Tun zu kommen. Und das, da wird da eher für gesorgt. Dann, ich gucke mal nach Fragen. UPJ, Habma, für was auch immer das steht, fragt: Hi Eugen, wird es eine Geld-Zurück-Garantie geben? Ich frage, da ich schon einige Seminare besucht habe und sie zu nichts geführt haben, also kann garantiert werden, dass ich meine Vision, Bestimmung finde. Ich habe dir schon mal gesagt, es gibt keine Garantie. Wenn du eine Garantie willst, dann kauf dir einen Toaster. Und bei Seminaren, obwohl ich das teilweise auch gemacht habe, kann man keine Geld-Zurück-Garantie geben, weil ich bin nicht für das verantwortlich, was du machst. Und wenn du aus welchen Gründen auch immer nicht mitziehst oder die Dinge umsetzt, dann sind aber trotzdem Kosten entstanden. Also ich habe es beim Sprungmetzing oder auch bei anderen Seminaren gemacht, und vielleicht mache ich es auch hier nochmal, muss man dann einfach sehen, weil es das letzte Mal ist, dass ihr das ganze Seminar machen könnt und dann bis zum nächsten Morgen könnt ihr sagen können, das war's nicht. Allein, ich habe mittlerweile auch gemerkt, und das ist die Sache mit dem Vertrauen, was eine ganz, ganz wichtige Sache ist. Vertrauen ist leider extrem zurückgegangen. Und auch bei mir, muss ich auch sagen. Also es gibt auch Leute, die das dann einfach ausnutzen. Und viele Dinge, die ich kostenlos auch mit sehr, sehr viel Arbeit ins Netz stehe und das dann einfach für sich beanspruchen oder einfach klauen, dreist klauen. Oder einfach vom Stamme nimm sind. Die also vorher schon sagen, ich nehme dieses Produkt und diesen Service, aber ich nehme dann die Geld-Zurück-Garantie in Anspruch. Es gibt eine Entwicklung, die da leider sehr bedenklich ist. Es gab mal Restaurants, und zwar drei in Deutschland, kennt ihr vielleicht, wo man in ein Restaurant geht und es stehen keine Preise auf der Tafel, auf der Speisekarte. Ganz einfach, weil man hinterher das zahlt, was einem das Essen wert ist. Alle drei haben in Deutschland dicht gemacht. Es gibt noch eins in London, in Australien gibt es sie auch, da funktioniert das noch. In Deutschland funktioniert es nicht mehr, weil einfach zu viele Leute gekommen sind, die mit der Maßgabe reingekommen sind, ich nehme mir das einfach, die vom Stamme nimm sind. Und das ist leider schade. Es gibt viele, viele Menschen, die das nicht machen. Und man muss das natürlich auch ein bisschen verifizieren. Aber ich bin, muss ich ganz klar sagen, ich bin durchaus enttäuscht von einigen Leuten, die ganz klar nur ihren Vorteil gesucht haben und andere leiden darunter. Das ist schade, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz würde ich immer empfehlen, und das ist vielleicht eine weiterführende Empfehlung, wirklich nur noch Dinge, bei Seminaren ist es vielleicht was anderes, aber nur noch Dinge, also Seminare nur machen von Leuten, die wirklich einen Track Record haben, die wirklich belegen können, dass das, was sie sagen, das, was sie anbieten, dass das auch erfüllt wird. So, aber dann muss ich natürlich auch mich selber dran machen, das zu machen. Und ansonsten nur Produkte oder Service kaufen, wo es eine Geld-Zurück-Garantie gibt, sich das wirklich mal anzusehen, auszuchecken. Und wenn es das wirklich nicht ist, und da wirklich ehrlich sein, dann sagen, ich möchte gerne mein Geld zurück. Nicht hingehen, was leider immer mehr ist, dieses Geld, Geiz ist geil, ist leider auch so eine ganz, ganz ungute Einstellung, die da heißt so, ich will das sowieso nicht kaufen, ich nehme das nur, lade es mir runter, benutze es dann für mich, beute es aus und dann hole ich das Geld zurück. Ihr müsst immer sehen, dass sehr, sehr viel Arbeit in solche Dinge investiert wird. Von denen, die wirklich was können, sehr, sehr viel. Die, die es nur en passant machen wollen, Abkürzung, da nicht. Und es geht im Übrigen, dieses Zurückgeben ist ganz, ganz wichtig. Also nur eine Sache, die mich gestern wirklich geärgert hat, muss ich sagen, Ärger ist dann wieder verraucht. Ich habe gestern, wie gesagt, in der Spitze waren über 450 Leute da. Und ich habe dann gesagt, sage ich auch jetzt, ich würde mich freuen, wenn ihr bei EduDip mir einen Sternregen gibt. Man kann bei EduDip die Seminare bewerten. Da geht man einfach hin oder diesen Workshop und da kann man dann eben Sterne geben. Und es waren 5 Leute von 460, die da waren. Gut, waren nicht alle durchgehend da und waren auch nicht alle zufrieden, ist auch klar. Aber ich habe so viel, also über 100 Mal wurde auch Danke gesagt. Also wurde dann aufgeschrieben, Danke. Aber dass mal jemand nicht mal hingehen kann auf die Seite und ein paar Sterne anklickt, das verstehe ich nicht. Weil es sind einige Tage in diesen Workshop hineingegangen, um euch das zu geben und eben kostenlos. Und dann verstehe ich nicht, warum sowas nicht gemacht werden kann. Und hier muss ich sagen, ich suche mir jetzt nur noch die Leute, die wirklich
was tun wollen. Und die müssen mir jetzt erstmal beweisen. Also ich habe euch bewiesen, oder hoffe ich, gezeigt, was ich machen kann. Und jetzt seid ihr dran. Diejenigen, die weiterkommen wollen, also man kann auch damit gehen, diejenigen, die weiterkommen wollen, die müssen jetzt was investieren, auch Geld, Zeit und Geld investieren. So, und mir zeigen, dass ihr was macht. Ich bin dann der Letzte, also wenn du dann kommen würdest und sagen würdest, nee, das war's wirklich nicht. Und dann auch sagen kann, nee, funktioniert alles nicht. Dann bin ich der Letzte, der sagt, kriegst nicht dein Geld zurück oder wir machen nochmal ein Coaching oder sonst irgendwas. Ne? Weil meine Bemühung ist, dich wirklich dahin zu führen. Aber im Moment bin ich etwas, nach den auch den Erfahrungen, die ich gemacht habe, und hier muss ich wirklich sagen, das gilt für Deutschland, es ist anders als Australien, dass ich da ein bisschen vorsichtig geworden bin. Und zwar, sicherlich könnte ich es mir leisten, aber ich habe keinen Bock auf Leute, die mich ausbeuten. Da ziehe ich eine Grenze, das ist für mich unverhandelbar. Das mag ich nicht. Schlicht und ergreifend. So. Unterlagen gibt es zusammengefasst, weil auch hier habe ich gemerkt, meine Workshops, die sehr viel mit Bildern auch arbeiten, also mit visuellen Ankern, auch die werden nachgemacht und teilweise eins zu eins kopiert. Und deswegen gebe ich Dinge dann nur noch schriftlich raus, nicht mehr mit den Bildern, einfach weil auch sehr, sehr viel Arbeit da drin ist. Also um diesen Workshop zusammen, nur um die Bilder rauszusuchen, das so zusammenzumachen, das sind 2 Tage Arbeit. Und deswegen gebe ich meine Präsentation so in dem Sinne nicht mehr raus, weil sie einfach schamlos kopiert werden. Da habe ich auch keinen Bock drauf. So, in welcher Location wird es stattfinden? Wenn du bezahlt hast, dann kriegst du alle Informationen. Es ist im Zentrum von Berlin, also ein bisschen so Richtung Prenzlauer Berg. So viel kann ich schon sagen. Wann planst du in Rente zu gehen? In Rente? Gar nicht. Ich gehe nicht in Rente, weil Rente ist für mich ein Konzept, das doof ist. Ne? Also ich bin finanziell auch gut versorgt. Kann ich sagen, ich glaube, ich kriege in Deutschland gar keine Rente, obwohl ich hier viel gearbeitet habe auch. Aber das sind ein paar hundert Euro, davon kannst du, glaube ich, nicht leben. Ne? Also ich plane nicht, in Rente zu gehen. Aber wenn die weiterführende Frage ist, wie lange ich mit dem Projekt Gedankendoping noch weitermachen werde, das werde ich noch, denke ich, sehr viel weitermachen. Aber es wird sich immer wieder verändern, wie wir uns auch verändern. Und ich werde es natürlich auch den Bedürfnissen, und zwar meinen Bedürfnissen, zuerst meinen Bedürfnissen, und das dann abgleichen mit den Bedürfnissen, die da draußen sind, im Markt, und mit den Menschen zusammenkommen, mit den Kunden zusammenkommen, mit den Interessenten zusammenkommen, die auch wirklich mit mir zusammenarbeiten wollen, auf die Art und Weise, wie ich das mache und anpacke, und die ist halt höchst individuell und auch subjektiv, um sie dann weiterzuführen. Das werde ich weitermachen. Das ja. Gut, dann Hanna, die Bücher von Savchenko und Smart Business und von Faltin habe ich gelesen, aber meine Vision Berufung habe ich trotzdem nicht gefunden. Ich würde das Seminar gern machen. Kann man in Raten zahlen? Also, zum einen sprichst du das an, was ich schon gesagt habe, ein Buch lesen oder auch solche, oder einen E-Mail-Kurs machen oder ein Webinar angucken oder einen Praxisworkshop, bringt einem nicht die Vision. Es ist dann die Arbeit, die Beschäftigung damit. Wie zum Beispiel die 7 Schritte. Und das heißt Arbeit hinsetzen und schreiben und den Kanal aufmachen. Also nur Wissen ansammeln, wie in den Büchern. Wissen allein bringt euch gar nichts. Nur angewandtes Wissen bringt es. Und deswegen ist zum Beispiel ein Seminar, aber auch Unterstützergruppen, 90 Tage planen, wir arbeiten ja 90 Tage weiter nach dem Seminar, durchaus was wert. Ja, Ratenzahlen würde auch gehen. Buch erstmal das Seminar, schreib in den, also geh auf den Link, dann buch das und dann schreib unten, du kannst bei der Buchung Bestellung, kannst du unten reinschreiben in Bemerkungen. Ich würde gerne das Seminar in, was weiß ich, 3 Raten, 2 Raten, keine Ahnung, zahlen. Das bitte, was du eben aufbringen kannst, das bitte reinschreiben und dann gucken wir uns das sicherlich an und du bekommst auf jeden Fall auch eine Antwort. Na, das kriegen wir sicherlich hin. So, danke für das Danke immer noch, dass da steht. So, ich gucke jetzt mal nach Fragen. Wie kann man die Sterne vergeben? Hinterher nochmal auf den Link gehen oder wie? Ja, einfach nochmal bei Edo Dib rein, dann kommt ihr wieder zu dem Webinar und dann könnt ihr das, wenn ihr euch angemeldet habt über die E-Mail, dann bekommt ihr, glaube ich, von Edo Dib auch nochmal eine Erinnerungsmail, ob ihr das Seminar bewerten wollt. Könnte sein, weiß ich aber nicht. Ansonsten nochmal da drauf gehen und dann euch einloggen. Wenn ihr über den freien Link gekommen seid, dann seid ihr nicht eingeloggt, dann könnt ihr, weiß ich nicht, ob ihr dann eine Bewertung geben könnt, aber einfach nochmal versuchen, auf den Link zu gehen und dann sollte das klappen. So, dann Alexander schreibt, nochmal Sprungbrettseminar besucht, bestes Seminar meines Lebens, vor allem die Dinge, die später passiert sind, ich habe meine Mitte gefunden, unbezahlbar, nochmal eine jetzt auch eine direkte Stimme von jemandem, der eben hier dabei war und nochmal, es gibt keine Garantie dafür,
Ich kann euch nur die Garantie geben, wenn ihr da sitzt, wo ihr sitzen bleibt, dass sich nichts verändert. Und wenn ihr nicht rausgeht. Und rausgehen bedeutet sich auch verwundbar machen. Angreifbar sein, Fehler machen können, auf die Schnauze fallen. Das ist part of the game. Ne? Das gehört einfach dazu. Aber wenn wir es machen, dann besteht eben auch die größere Chance, dass wir, oder letztlich auch die einzige Chance, dass wir da hinkommen, wo wir wollen. Wenn wir sozusagen in der Angststarre verbleiben, in unseren vier Wänden, und dann natürlich auch bleiben können und überleben können. Also keiner stirbt hier Hungers, wie es noch vor 300 Jahren war. Also heute leben die Menschen besser als Könige vor 300, 400 Jahren. Im Mittelalter, ne? Mit fließend warm und kalt Wasser und Heizung und allem drum und dran. Ne? Wir leben besser als die Könige und Kaiser. Aber das wird nicht mehr gesehen. Wir gucken vielfach, oder viele Menschen gucken auf das, was sie nicht haben. Deswegen ist dieser zweite Schritt, dieser neuen Schritte auch so wichtig. Was habe ich schon? Was habe ich schon gemacht? Was mache ich auch? Ne? Und dann auch dankbar dafür zu sein. Ne? Da vielleicht auch nochmal eine kleine Übung, die dazugehört. Ein ganz, ganz wichtiges Ritual. Ist zwar nicht das Thema hier, aber ist wichtig, um die nächstbessere Version zu sein. Seit vielen, vielen, vielen Jahren mache ich das Dankbarkeitsritual jeden Morgen. Das heißt, wenn ich morgens aufwache, und das ist meistens von Vögeln, von Kookaburras in Australien, die mich morgens wecken, also nicht der Wecker, und irgendwann merke ich dann, ich bin wach. So, und dann sind die Augen natürlich erst nochmal zu, das heißt, zuerst hörst du was und merkst was. Und dann gehe ich in meinen Körper und bin dankbar dafür, dass ich diesen Körper spüre, bin dankbar dafür, dass ich höre, ne, dass ich hören kann. Bewege meine Hände so ein bisschen, bin dankbar dafür, dass ich Hände habe, weil das ist das beste Werkzeug, das es gibt, auch für meinen Kopf, dass ich denken kann. Dann mache ich irgendwann, und dann rieche ich vielleicht auch ein bisschen was, dann mache ich die Augen auf, dann bin ich dankbar dafür, dass ich sehen kann. Das geht alles relativ schnell. Also dieses ganze Dankbarkeitsritual dauert maximal 2 Minuten. Weil es geht dann weiter, dann stehe ich auf, weil ich dann meistens zur Toilette muss, dann bin ich dankbar, dass ich 2 Beine habe und gehen kann. Und auf der Toilette bin ich dankbar, dass ich warmes, kaltes, heißes und kaltes Wasser, so viel habe, wie ich nur will. Und die Minderheit der Menschen hat das. Ne? Die meisten Menschen oder viele Menschen, viele Millionen, Milliarden Menschen haben kein fließend reines, klares, heißes, in jeder Temperatur kaltes Wasser, wie sie es haben wollen. Ne? Und damit schließe ich das ab. Das sind so 2 Minuten. Und das jeden Morgen machen, konsequent machen, das hat eine Veränderung. Eine Veränderung im Denken, in der Einstellung zum Leben zieht es nach sich, das bewirkt es. Kostet überhaupt nichts. Kostet nur 2 Minuten. Sollte jeder wirklich machen. Ich kann es immer wieder nur empfehlen. Aber es sind gerade diese vielen, vielen Dinge, die wir machen sollten. Und das ist das, worüber ich jetzt im Übrigen ein Buch schreibe, wo es um Angewohnheiten, wo es um Mini-Routinen gibt. So wird das Buch heißen, Mini-Routinen. Und diese Kleinigkeiten, die wir auf einer täglichen Basis machen, haben große Veränderungen. Das sind auch die größten Pforten, werden von den kleinsten Scharnieren oder hängen an den kleinsten Scharnieren. Und das sind die Dinge, die wirklich Veränderungen implizieren. Und die kosten vielfach nichts. Was dann kostet, ist in einem Netzwerk, in Unterstützergruppen zu sein, auch in einem Coaching-Netzwerk, wo wir unterstützt werden, dass wir die Dinge machen. Dafür muss man dann wieder Geld bezahlen. Ne? Die Zutaten und das Rezept, das gibt's teilweise mit Rezept, gibt's umsonst. Aber das dann umzusetzen, und zwar sinnvoll umzusetzen, und wenn Herausforderungen da sind, wenn Probleme da sind, die auf jeden Fall immer kommen, dann auch Hilfe zu haben von jemandem, der diese Hindernisse schon überwunden hat, darauf kommt's ja an. Nicht jemand, der so ein bisschen denkt, ja, könnte ich machen, so habe ich denn die Erfahrung, also jetzt dieser Visionsworkshop, der da angeboten wird, die Leute haben überhaupt gar keine Erfahrung. Das heißt nicht, sie sollten keinen Workshop machen, aber nicht für das Geld erstmal einen Workshop, wenn sie es nie gemacht haben. Ich habe meine ersten Workshops selber verkauft, da hatte ich schon 200 Seminare gemacht und Workshops. Du musst ein bisschen Erfahrung haben und kannst dich nicht da hinstellen und sagen, so, ich mache das jetzt mal, weil alle anderen das machen. Und damit kannst du Geld verdienen. Das ist doch Crap. Das sind die Kleinigkeiten, die entscheiden. Gut. Was haben wir jetzt? Gibt es bald wieder ein Kamingespräch? Ich muss mal mit Cemal sprechen. Ja, wird auf jeden Fall wieder eins geben. Ich denke mal so Ende August, Anfang September. Jetzt kommen erstmal die Olympischen Spiele. René fragt, der 90-Tage-Aktionsplan, was kann man sich darunter vorstellen? Kann ich dir sagen. Das heißt, ein Teil oder eine Vision wirst du auf jeden Fall finden. Also das kann ich versprechen, das kann ich garantieren. Du findest was du machen möchtest. Ist ja ein Was. So. Und dieser Aktionsplan ist dann das Wie. Ne? Warum natürlich auch. Du wirst auch einen Grund haben, warum du das machen willst. Dieses Was, diese Vision, dieses unsichtbare Sehen. Und dann geht es darum, einen Plan aufzustellen. Wie komme ich dahin? Das heißt, was muss ich tun, um dieses Ziel zu erreichen? Und das wird dann auch schriftlich gemacht. An dem Wochenende noch. Schriftlich gemacht. Fangen wir an. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Du kannst eine Rückwärtsplanung machen. Das heißt, du sagst, wenn ich das Ziel erreicht habe. Das heißt, ich habe das Ziel erreicht. Was ist das, was ich direkt davor machen muss, um das Ziel zu erreichen? Also mal ganz
Ganz simpel, ich will, bleiben wir bei dem, was die meisten eigentlich wollen, ne? Also ich will im Internet Geld verdienen. So, und jetzt sagst du, ich will im Internet, sagen wir mal, 1000 Euro im Monat verdienen. Einfach mal so, das ist die Vision, das ist das Ziel. Das ist zwar eine kleine Vision, aber immerhin. So, was muss ich dafür machen? Okay, dafür brauche ich ein Produkt oder ein Service. So, muss ich. Ne? Und ich brauche, beziehungsweise, nein, ich brauche Kunden, die mir Geld geben. Das ist das, was direkt davor geht. Ich brauche Kunden, die mir Geld geben. So, bevor ich Kunden habe, die mir Geld geben, brauche ich ein Produkt oder Service. Und dann muss ich Marketing machen um Kunden. Und einmal Schritt für Schritt zurück planen und den Weg zu gehen. Das ist die eine Variante. Und das andere mit diesem 90-Tage-Aktionsplan ist, dass wir das mit unserem Buddy teilen. Das heißt, unser Buddy, wir finden einen Buddy auf dem Seminar, jemand, der mit dem wir direkt zusammenarbeiten und sozusagen ein Accountable Partner, ein Verantwortungspartner, mit dem wir unsere Vision teilen und der, mit dem wir dann auch regelmäßig zusammenkommen, am Anfang würde ich sagen jede Woche, der uns dann hilft und der sagt, hast du das auch gemacht und was musst du dazu tun? Also es geht dann um Aktionen, deswegen Aktionsplan, um Tätigkeiten, die getan werden müssen, um dorthin zu kommen, wo wir hinkommen wollen. Und da gucken wir alle gemeinsam sinnvoll drauf, also wir werden im Seminar auch noch ein bisschen darüber sprechen und das vorstellen, so dass wir unsere Aktionspläne, die wir geschrieben haben, auch nochmal anreichern. Weil es gibt natürlich Überschneidungen, es mag ähnliche Visionen geben, die dort finden. Dann können diese Leute schon mal zusammenarbeiten und dann wissen, ah ja, das wäre ein Schritt und das wäre ein Schritt. Und dann wird das immer wieder in Gruppenarbeit, das ist wie ich arbeite, es gibt immer wieder Gruppenarbeit und Plenum. Immer wieder Gruppenarbeit und Plenum, ich stelle was vor, ein Konzept, ein Werkzeug, dann wird in Gruppen gegangen, Zweier-, Dreier-, Vierergruppen, wie auch immer, wie es eben aufgeht. Und dann wird dort geteilt, dann kommen wir wieder ins Plenum, teilen die Ergebnisse mit und reichern das, was wir selber gemacht haben, für unsere eigenen Pläne an. Und so arbeite ich und das ist dann sehr, sehr erfolgreich. Und den nehmen wir mit nach Hause und dann setzen wir den um. So, Tatjana sagt, ich freue mich, im Oktober dabei zu sein. Bist du dabei? Na, das freut mich doch. Da freuen wir uns doch beide sehr. So, immer wieder danke für das Danke, dass ihr sagt. Henry fragt, Frage, werde auch 60 in 2 Wochen, also auch ein 56er-Jahrgang, herzlichen Glückwunsch, das ist ein grandioser Jahrgang gewesen, ich bin verzweifelt, was die Ausrichtung dieses Tages angeht, wegen Familienstreit etc. Hast du einen Rat? Das ist mal eine ganz andere Frage. Teil deine Ängste mit, würde ich ganz spontan sagen, so wie du mir jetzt mitgeteilt hast. Und sag den Leuten auch wirklich, ich bin verzweifelt. Schreib den Leuten die zu sagen im Clinchstream, in der Familie. Leute, ich werde in 2 Wochen 60. Ich bin verzweifelt, weil ich Angst habe wegen Familienstreit. Und ich möchte diesen Tag gerne in Frieden. Was immer passiert, ich möchte diesen Tag zu meinem, ich werde 60 und ich möchte ihn gemeinsam mit euch feiern. Was immer ihr an Gegensätzlichkeiten, an Animositäten habt, bitte begrabt das Kriegsbeil für diesen Tag, wo wir zusammenkommen. Und dann auch ganz klar eine Grenze ziehen, wenn ihr nicht bereit seid dazu, dieses Kriegsbeil zu begraben, dann kommt bitte nicht. Ich liebe euch trotzdem, ich würde trotzdem mit euch feiern, aber bitte kommt mit offenem Herzen und es gibt einen ganz, ganz tollen Kuchen, aber ich möchte diesen Tag friedlich. Also das, einfach offen sein, Henry. Ich habe die Erfahrung gemacht, immer mehr, wenn wir offen das uns zeigen und das sagen, was wir meinen, dann bekommen wir weitaus mehr, als wenn wir irgendwelche Spiele spielen und irgendeine Rolle spielen, die wir gar nicht sind. Also wir bekommen weitaus mehr und weitaus wertvollere Dinge zurück. So, Roland fragt, was hältst du von Said Shiripur? Kann ich nicht sagen, weil ich den nicht kenne. So, Henrik schreibt nochmal, für die Bewertung bei Edubit brauchen die Leute die eine harte Handlungsaufforderung per E-Mail mit der Aufzeichnung. Ja, okay, das würde ich dann auch nochmal machen. Frank. Habe mich sehr gefreut, Inhalte und deine Ausführungen waren wieder wie gewohnt außerordentlich inspirierend. Seminar Lebensdesign ist absolut empfehlenswert. Liebe Grüße auch an Barbara, Frank war dabei. Herzliche Grüße zurück, Frank. Und dein wunderschönes Lachen. Ich liebe ja dein Lachen. Der Mann lacht so herzlich. Oh, Dings war auch da. Sirius AG. Österreich, wer steckt nochmal dahinter? Der entfällt mir den Namen nicht ein, aber ich weiß, dass du es bist. Gerne. Marlies, auch eine alte.
Also jetzt, also alt im Sinne von erfahrene Selbstdenkerin. Schreibt, vielen Dank, Eugen, für deine wieder herzhafte und gleichzeitig erfrischende Offenheit und den wertvollen Inhalt. Das passt prima. Ich habe gerade wieder deinen Entscheidungszerstörer und in 7 Tagen zum Erfolg beim Wickel. Lieben Tag. Ja, viel Erfolg dabei, immer machen. Das ist auch ein Programm, das kann man immer wieder machen, in 7 Tagen zum Erfolg. Immer wieder. So, und dann Harald, genau, Harald Thoma. Harald. Okay, wunderbar. Das soll es gewesen sein. Wir sind genau noch 100 Teilnehmer. Das ist auch ein schöner Schlusspunkt. Ich werde, wenn die Aufzeichnung gezeichnet hat, dann wird es auch diese Aufzeichnung, nicht die von gestern Abend, die ist ein bisschen kürzer. Und vor allen Dingen habe ich hier die Empfehlung nochmal ausgesprochen. Und das war gestern Manko, das ich nicht hatte. Und ich habe gestern auch vielleicht ein bisschen zu sehr geschimpft. Ich habe das heute ein bisschen kürzer gemacht. Das passt also. Möchte aber auch diesen Praxisworkshop mit meinem Danke an euch beenden, weil ohne euch wäre es nicht möglich, das zu machen, was ich so liebe, was ich gerne mache, nämlich Menschen inspirieren. Das ist es eigentlich. Nicht motivieren, ich kann niemanden motivieren. Motivieren könnt ihr euch nur selber, aber ich kann euch inspirieren. Und das mache ich wirklich aus Herzen gern, da gebe ich meine Energie rein, da gebe ich Teil meines Lebens wirklich rein. Und jetzt an dieser Stelle am Ende möchte ich mich bei euch bedanken. Ohne euch geht es nicht, deswegen kommt immer wieder, gebt den Link auch weiter, dass die Leute, auch wenn ich die Aufzeichnung rausschicke, schickt es an euer Netzwerk, dass sie sich das angucken. Es wird auch wieder ein Inhaltsverzeichnis geben, wo ich sage, auch ein Service jetzt, wo dann eben die Minuten steht, dass man da nochmal hingeht, sich das nicht alles anhören muss. Man kann sich das übrigens auch runterladen von YouTube, dann in doppelter Geschwindigkeit hören, spart man Zeit, kann man auch machen, oder im Auto hören oder beim Laufen. Also sich mit den Inhalten auseinandersetzen. Ich glaube, dass die Inhalte wertvoll sind und dass sie Veränderungen anstoßen und weiterführen können. Und dass ich das machen kann und dass ich dann die Erfolgsgeschichten bekomme und das Leuchten in euren Augen sehe, wenn ich euch dann treffe, das finde ich total toll. Also, danke an euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns, wir hören uns. Bis dann. Tschüss.